Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odin verkabelt. Wir wollen jetzt alles hier neu verkabeln. Warum? Erstens, weil ein ganz schön Kabelwirrwarr mittlerweile hinten ist. Zweitens, um ein bisschen was zu optimieren. Drittens, ich habe jetzt die neue Connectbox, die ist ziemlich groß, die steht hier, die ist so, und die würde ich gerne nach unten stellen, dass ich hier oben wieder Platz für die Ladestation habe oder die PlayStation ein Stück weiter auseinander machen kann, damit es nicht so gedrungen aussieht. Und ja, den Fire TV habe ich gestern schon abgebaut, den alten, habe den neuen schon dran gebaut. Da kommen auch noch demnächst Videos. Ach, ich habe noch ganz was Wichtiges vergessen. Moment. Oh, da kann es weitergehen. Ich hatte die Meros Steckdosenleiste vergessen, weil die wollen wir ja auch verbauen. Also wir machen nicht nur HDMI und so ein Zeug, wir machen Stromkabel neu, wir machen alles neu. Ich habe ja dann auch gleich nochmal in meiner anderen geholt, falls ich halt noch ein paar Steckdosen mehr brauche. Aber bevor es jetzt hier ans Werk geht, das ist der Glasfaserkabel, die müssen wir auch noch verlegen heute. Werden wir jetzt erstmal Kabel abbauen. Also alles fein säuberlich abbauen, damit wir hier, damit wir dann erstmal sauber machen können. Zweitens, dass wir die Kabel alle schön separat haben, damit wir sie dann halt, wenn wir sie brauchen, gleich die richtigen zur Hand haben. So. Dann werden wir mal die PS4 hier unten rausholen. So, den Fire TV Cube, das alte Modell, das ist der neue Stecker, den brauchen wir denn. Das ist das alte LAN-Modul, die alte Fernbedienung, das ist die Fernbedienung für den HDMI-Switch. So. Müssen wir mal gucken, wo wir jetzt am besten hier anfangen. Ach Gott. Ich würde sagen, ich mache erstmal den Fire TV ab. So, die LAN-Kabel müssen wir nämlich auch alle dann wieder neu verlegen. Ab. So. Ein. Und ich habe halt eigentlich größtenteils oder eigentlich nur die von Kabel direkt die 8K, die 8K-Kabel verlegt, die halt auch 4K mit 120 FPS können. Sind schön abgeschirmt. Die haben mir noch nie Probleme gemacht. So. Dann werden wir die Geräte weg mal hier drüben hinstellen. Ich habe mir schon die Fernbedienung hier alles bereitgelegt, dass ich dann halt beim Einstellen halt, wenn ich die Fernbedienung brauche, dass ich sie habe. So, das zum Fire TV gehört das dazu. Schon mal ein bisschen abrücken. Die Festplatte. Ja, ich muss jetzt mit Kabel arbeiten, weil das andere Ding ja diese komischen Geräusche macht. Ach, hier hatte ich das ja schon. Okay. So ein Controller. Ladestation.
Original-Ladestation von PlayStation. Das ist die Ladestation von der Switch. Also für die Controller-Teile. Oh, wo kommt der denn hin? Den habe ich, glaube ich, auf Dauerstrom. Oder? Wo geht denn der hin? Doch, den habe ich auf Dauerstrom. Oder? Nee. Da muss ich gleich den mit abmachen. Das ist nämlich der passende Stecker dazu, damit er nicht abhanden kommt. Das ist nämlich PS5 Ladestation. Wäre ja auch kacke. Muss ich erstmal alle Switches anmachen oder gucken, ab alle eine Steckdose machen und A-Punkt sagen, mach die mal an und gucken, welche dann angeht. Ach, meine Uhr. Ja, gut. Egal. Muss ich die halt auch nochmal neu. Zeit einstellen, alles wieder. So. Und dass wir wirklich nichts verloren geht, die Kabel dahin machen, wo sie hingehören. So. Wo fangen wir als nächstes an? Den optischen Kabel. Der kommt hier unten raus. Der bleibt auch, den kann ich hier nirgendwo wegmachen, der bleibt auch hier liegen. Den lege ich hier nur um die Kamera rum, damit er nicht abhanden kommt. So. Damit er hier nirgendwo rumflutscht. So, dann haben wir den hier. Den werde ich als ganzes Stück rausnehmen. Ich habe nämlich hier einen, werde ich euch gleich zeigen, einen vorbereitet. Also hier schon nach und nach immer so ein bisschen was gemacht. Und ich habe jetzt hier ein USB-Kabel, beziehungsweise mehrere USB-Kabel. Das zeige ich euch gleich. Muss die hier nur irgendwie rausfriemeln. Weil manche sind drüber, manche sind drunter. So. Das ist der von der Xbox. Weil der hängt woanders dran, da muss ich dann gucken, wie ich das denn demnächst mache. Da habe ich noch keinen genauen Plan. So. Ich zeige euch und erkläre euch gleich warum. So, der geht jetzt hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. So, hier kommt der Strom. Ah. Ja,
Hier habe ich nämlich einen USB-Verteiler. Den zeige ich euch auch gleich und erkläre euch das auch warum und weshalb und wie. So. Ich habe hier noch einen Steckplatz frei. Könnt ihr das sehen? Ja. Einen Steckplatz habe ich noch frei. Das ist praktisch in der Steckdose drinne für PlayStation, beziehungsweise für Zocken. Ja, wenn ich sage Zocken, geht die diese Steckdose an. Und das ist einmal, der goldene ist hier der Kabel, der zur Ladestation für die Switch geht. Und das sind zwei USB-C-Kabel für die HDMI-Switches, damit ich halt hier Bild am Fernseher habe und gleichzeitig Monitor, also oder halt, wenn ich will, halt der Monitor, um streamen zu können und aufnehmen zu können. Ich hätte jetzt hier natürlich noch Platz frei. Ich könnte hier den Xbox-Controller ranschließen. Das mag ich aber nicht, das möchte ich nicht, weil die Steckdose ist so eingestellt, dass ich sie halt nur zum Zocken nehme. Ja, also das heißt, wenn ich sage, ich möchte zocken für mich oder ich möchte streamen, dann muss diese Steckdose an, damit die Konsolen logischerweise Strom haben. Wenn die, und um dass die Konsolen Strom haben, brauche ich ja auch den HDMI-Switcher. Also muss das Ding auch mit an sein. Das heißt, wenn ich nach dem Zocken sage, jetzt ist Schluss, ja, und die merke, der Xbox-Controller ist zum Beispiel leer, müsste ich alles anlassen, nur dass der Xbox-Controller lädt. Weil der dann halt mit dem USB hier dran wäre zum Beispiel. Brauche ich aber so, wie ich es jetzt gemacht habe, bei mir nicht. Ich kann das ganz normal ausmachen. Also die ganze Steckdose ist dann aus. Es ist kein weiteres Gerät. Also die PlayStation 5 ist aus, die Xbox ist aus, die Switch ist aus. Die Festplatte von der PS5 ist aus, beziehungsweise was von der PS4 damals war. Und dieses Ding ist aus, was halt die HDMI-Switches mit Strom versorgt. Ja, also das spare ich halt Strom sozusagen. Und die Ladestation von der Xbox, das habe ich nämlich separat. Das machen wir mal da oben hin. Den habe ich nämlich hier unten dran, ne? So, weil das ist ein, das werde ich mal hier auch so rumwickeln, so. Dann mache ich mal den mit Gaming hier alle drüber. Das ist halt eine Steckdose von Meros mit, sieht man sie überhaupt? Ja, nicht wirklich, wa? Ja, da die. Und die hat drei Stromanschlüsse und vier USB. Man kann die alle separat voneinander an- und ausmachen. Also ich könnte jetzt sagen hier, dass der USB aus sein soll, dann ist der USB aus. Und dann frisst der auch keinen Strom. Und da ist halt nur das Ding dran und da war noch dran. Und ach ja, hier. Und die RGB-Beleuchtung ist da dran. Echo? Ladestation an. Es gibt zwei Dinge mit diesem Namen. PS5-Ladestation und zurück zur Ladestation. Was möchtest du? Xbox-Ladestation. Xbox antwortet nicht. Ach, shit. Welches war das denn? Ja, das kann schon mal passieren, weil da war früher mal die Ladestation von der PlayStation nämlich dran, ne? Also von der PS4, weil das mit USB hatte und die von der PS5 hat ja einen separaten Stromanschluss, also einen eigenen Stromanschluss. Aber wir können mal kurz nachgucken. Geräte. Steckdosen. Gaming-USB war es, glaube ich. Echo? Gaming-USB an. Gaming-USB antwortet nicht. Bitte überprüfe die Netzwerkverbindung und Stromversorgung des Geräts. Achso, der heißt nur USB, habe ich den umbenannt. Echo? USB an.
Echo, USB an. So. Jetzt müsst ihr da sehen. So, hier leuchtet. Echo, USB aus. So. Das ist jetzt halt für die RGB-Beleuchtung und für den Xbox-Controller. Weil das kann ich dann ausschalten, kann ich sagen, hier, pass auf, der Xbox-Controller ist jetzt geladen, brauche ich jetzt nicht mehr, kann ich USB ausschalten. Oder wenn ich jetzt abends jetzt einfach nur sage, hier, ich gucke jetzt einen Film ich möchte halt, dass die Beleuchtung hier an ist. Ich habe auch dann noch mehr Platz, also könnte noch mehr Beleuchtung machen. Ich wollte eigentlich hier hinten noch, aber das sieht dann alles ein bisschen blöd aus, wenn die Kabel vorgucken. Könnt ihr dann halt sagen, macht das an und dann ist das hier so ein bisschen beleuchtet. Ich will hier auch noch gucken, dass ich hier irgendwie noch Plexiglasplatten für die Seite irgendwie, dass ich da auch noch, vielleicht die Switch auch noch da irgendwie mal gucken. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir das hier. Ich habe das nämlich auch alles. Denn jetzt? Ach ja, jetzt muss ich gucken. Ist das jetzt eigentlich egal, wie rum ich die USB hier anschließe? Kamera und so? Müsste eigentlich hier automatisch wieder erkennen. Hoffe ich doch. Habe ich noch nie versucht. So. Das ist die Kamera. Die legen wir nämlich auch hier oben rauf. Ach, jetzt ist der optische runtergefallen. So, jetzt machen wir das einfach mal so. Machen den optischen hier rüber. So. Schon haben wir die PS5. Können die hier beiseite stellen. So, ich habe das hier schon nämlich nachträglich geklebt. Die Plexiglasplatte und nicht wundern, ich zeige es euch gleich. Ich muss nur die Xbox noch runternehmen. Die Xbox steht nämlich auf der eigentlichen PlayStation 5 Platte und das ist eine PS4 Platte. Aber da ich den Standfuß ja geändert habe, ist das jetzt so. So, ich habe das jetzt hier auch schon ein bisschen. Ich habe das jetzt so gemacht. Also nicht wundern. So, hier kommt der Stromkabel. Der geht dann halt logischerweise hier in diesen Schalter. Ich habe ja damals Videos dazu gemacht. Und hier geht es dann in den Verteiler. Den habe ich mit Klebeband festgeklebt, weil der immer rausrutscht. Der rutscht immer raus. Du kannst es nicht vernünftig packen. So, dann habe ich hier so eine Schlaufe gemacht, damit das halt hier so keinen Kabelbruch macht oder so. Oder hier dann irgendwie noch wieder rausgeht oder so. So, und dann habe ich hier, das sind die Standardteile, da geht es auch mal raus, habe ich auch mit Klebeband umwickelt, damit das nicht immer rausgeht. Ja, das ist ein Y-Kabel. So, und da habe ich halt ein Y-Teil hier an dem runden Ding und das andere ist an dem PlayStation 4-Teil dran. Ja, so habe ich das geklemmt jetzt. Und das funktioniert eigentlich recht gut, muss ich sagen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir das hinpacken. Damit das nicht zerkratzt, machen wir das mal da oben hin. Auf den Kratzbaum. So. Dann können wir jetzt schon mal die einzelnen USB abmachen. Hier, das ist jetzt zum Beispiel der USB, den kann ich nicht weiter rausholen. Der ist wirklich hier nur diese Stücke. Und dann ist Ende. Das ist der zum PC führt und den habe ich jetzt schon extra vorher schon ziemlich weit hier rausgezogen. Am PC hängt er praktisch direkt an dem Kabelschacht dran. Und ist halt nicht so schön. Normalerweise ist der halt auch nur bis hier. Und der passt dann halt hier nicht runter, weil ich die Dinge ja hier unten haben will. Ja, und deswegen müssen wir uns da was einfallen lassen. So. Ich mach mal den
HDMI hier rein, damit er nicht wegrutscht. Jetzt hätte ich es gewusst, ey. Passt alles super. So, jetzt können wir hier nämlich die ganzen HDMI-Kabel abmachen. Die beiden Switches, die werde ich euch oben mal verlinken. Das ist einmal der 1 zu 2 und der 2 zu 1. Für den hätte ich 20, 30 Euro bezahlt. Kann man dann halt umschalten. Also entweder ein Eingang und auf zwei Ausgänge und dann kann man zwischen den Ausgängen hin und her schalten. Oder zwei Eingänge auf einen Ausgang und dann kann man mit dem Knopf halt hin und her schalten, welche Gerät gerade am Fernseher angezeigt werden soll, PlayStation oder Xbox. Das gleiche haben wir dann halt natürlich auch in 3 zu 1 mit Knopf und Fernbedienung. Ich wollte aber nur das 3 zu 1 mit Fernbedienung haben, habe ich mir später geholt, weil beide konnte ich mir nicht gleich zur gleichen Zeit holen. Ist ja auch ein ganz schöner Preis, weil das Ding hat 40 Euro dann noch zusätzlich gekostet, der 3 zu 1, dass ich halt vom PC aus umschalten kann, zwischen den Quellen. Und kann ich ja laufen, aber am PC, dass ich halt mal schnell die Quelle ändern kann, dass ich sage, hey, machen wir mal die Xbox an, bumm, kann die Quelle wechseln, brauche nicht extra weggehen. So, dann haben wir jetzt hier die HDMI-Kabel, auch alles 2.1. Der ist hier direkt an der Switch dran. Abmachen. Die Switch denn hier noch hinstellen. Ja, die Switch ist so meine Klo-Konsole. Weil die ist chronisch, ist die leer vom Strom. Chronisch. Weil ich immer vergesse, die zu laden. Das ist richtig nervig. Und irgendwie lädt die auch nicht. Also dann sagst du ja, machst du drin und dann ist die Steckdose mal wieder nicht an, weil ich vergessen habe, ja, die geht ja nur, wenn die Gaming-Steckdose an ist. Ach. Ich hoffe ja, dass das Ende des Jahres Mario Kart im Angebot ist im Nintendo Shop. So wie voriges Jahr habe ich ja Mario Rabbids, da kam es, wo es frisch rauskam, oder? Nee, vor 2 Jahren wartet. Für einen 10er geschossen. Jetzt hoffe ich, dass sie vielleicht Mario Kart 8 diesmal für einen 10er raushauen als Weihnachtsangebot. Dann greife ich da gleich zu. So. Dann haben wir die Skybox. Das ist der Strom. HDMI. LAN. So. Den packen wir mal zur PlayStation dazu, ne? Oha. So. Das ist jetzt die PlayStation-Steckdose. So, und die wird ausgetauscht. Die kommt, da wird die Miros dafür reingemacht. Das zeige ich euch dann nachher alles. Ich habe die auch schon vorbereitet. So, mal einmal ein Stromkabel von der PlayStation. Das ist der Stromkabel von der Festplatte. Und das ist die Xbox. So. Strom von der PlayStation. Ich mache die Kabel auch alle zusammen. Also nicht, dass ihr euch wundert, was ich da mache. Ich mache die alle zusammen. Warte mal, das ist Dauerstrom. Das müsste das, genau. Ich hatte nämlich damals auch den Fehler gemacht, woran ich nicht gedacht hatte. Ich hatte die ganzen Steckdosen, beziehungsweise hier die Stecker, alle auch hinten versteckt. Es sah hier alle chicky aus. Problem ist, was ist, wenn die Witter ist?
Jetzt habe ich das so gemacht, dass ich die alle vorher gekramt habe. Und ich werde beim nächsten Mal, also wenn ich jetzt das alles wieder einbaue, auch zusehen, dass die ganzen Steckdosen weiter hier vorne sind, dass ich jederzeit schnell rankomme. So, das ist jetzt die Gaming-Steckdose. Die kommt zu Gaming. Das ist die Xbox. Ach, die hat ja auch noch den LAN-Kabel hier drin. Ja, komm, geh doch ab. Stromkabel, USB-Kabel. So. Na, komm noch hier. So. Sind die Kabel für die Xbox. Ich habe auch noch von Kabel direkt diese schwarz-blauen habe ich auch noch. Da werde ich ja auch noch. Ach, was haben wir denn hier? Ach ja, das war die Switch. Das ist ja die Switch-Steckdose. Das muss ja dann auch an die neue Gaming-Steckdose ran. Da haben wir auf jeden Fall schon mal ein Stromkabel wieder gespart. Das ist die Festplatte, da kommen wir gleich noch dazu. Das ist der Kabel vom Fire TV. Vom alten. Hoppala. Kommt denn der her? Oder wo geht denn der hin? Ach, das ist der DVD-Player. Den Sky-Kabel nehme ich mal raus. Nee, der ist hier unten dran. Der DVD-Player ist da unten dran, beziehungsweise Blu-ray-Player. PlayStation 4 Ladestation. So. Das ist der Receiver. Das ist der Stromkabel von der One Connect Box. So, das ist der Kabel von der One Connect Box. Der muss hier hoch. So, hier haben wir noch eine HDMI.
Der ist vom Blu-ray Player. So. So, was haben wir denn hier noch? Das ist. Ach ja, hier Internet haben wir auch noch. Den machen wir mal auch hier oben hin, weil der muss ja weiterhin hier hinten bleiben. Und die One Connect Box kann rübergeräumt werden. Erschreckend, was hier so an Kabel ist. So, was haben wir hier? Ach, der kann ja weg. Das ist von meinem Ambilight. Der kann auch weg. Den haben wir. Das Ambilight habe ich ja an dem Fernseher nicht dran. Hier will ich ja dann mir irgendwann von Goofy das holen mit der Kamera. Mit der Doppelkamera. Aber 140 Tacken, Leute. Das habe ich nicht einfach mal so. Das werde ich mir vielleicht erst nächstes Jahr im April zu meinem Geburtstag holen oder so. Es sei denn, ich habe jetzt verkauft noch ein bisschen was oder so. Aber mein Auto kommt jetzt hoch. Das wird richtig verteuer. Aber dann habe ich die nächste Zeit wieder Ruhe mit dem Auto. So. Was haben wir denn hier? Ach, das ist das für Internet. So. Da kommen wir der Sache doch schon langsam näher. Wir sind fast fertig hier mit Abbauen. Ach, das ist der Stromkabel von der Soundbar. Genau, der muss hier hoch oben lang. So. Die gehen nämlich alle im Kabelschacht oder denn hier rinnen und so. So, dann haben wir einmal schon eine Steckdose frei. Dann haben wir nochmal eine Steckdose frei. Und hier ist auch noch eine Steckdose, die frei ist. So, müssen wir mal gucken. So, was haben wir hier? Ach, das ist der LAN-Kabel, der eine. Das ist der eine LAN-Kabel. Und das ist. Ach, der komische IR-Sensor ist das von Fire TV. Der ist hier nach hinten gerutscht. Den werde ich aber auch dran lassen. Beim neuen Fire TV ist er nicht mit bei. Ich werde ihn aber dran lassen, um ältere Geräte damit trotzdem noch steuern zu können. So. So. Jetzt komme ich hier der Sache näher. So, die lasse ich nämlich auch alle dran hier, größtenteils. Die Kabelei. Ich muss die nur ein bisschen hier hoch machen. So. Diese Stromkabel hier, ey. Na komm doch. So. Den Strom nehme ich nämlich raus. Ach, jetzt hängt das da. So. Das ist jetzt meine Festplatte, meine MacBook von der PlayStation. Die externe Festplatte. 8 Terabyte. Da sind die ganzen PS4-Spiele drauf und ein paar ausgelagerte PS5-Spiele, weil der Speicher auf der PS5 ist halt nicht so doll. So.
Jetzt müssen wir gucken, wie ich das am besten mache. Das ist der Kabel. Das ist der hier. Der. Hoppala. Das ist der lange. Den mache ich mal separat. Weil die anderen sind alle kurz, die kann ich verstecken. Aber den langen, den muss ich hier komplett durchziehen. Obwohl, warte mal. So. Ich wickel den hier einfach mal um den Fernseher rum. Dann fliegt er nirgendwo rum. Kann nicht wegkommen. Und ich weiß, wofür der nämlich ist. So. Und hier haben wir nämlich dann alle LAN-Kabel dran. Der graue ist von der Xbox. Ja, und wo ist hier? Der ist von der PlayStation, der blaue. Der ist der Highspeed. Und dann die anderen beiden gehen dann halt zur Skybox oder zum Fernseher oder was weiß ich. Die lasse ich jetzt auch so komplett. Ich mache die jetzt nur ein Stück kürzer. Weil hier bei der Xbox brauchte ich nicht viel aufrollen. Da ist ja nur dieses Stücke hier. Weil die steht ja hier genau direkt da vorne. So. Obwohl, die haben ja alle schon die richtige Länge. Die werde ich dann mal kürzen, wenn ich sie anbaue. Damit da nicht so viel Wirrwarr ist. Da werde ich mit dem langen anfangen, dann den nächsten und die dann halt abmachen. Und alles, was über ist am Ende, mache ich dann rund. Und dann kommt dann hinterm Schrank und was weiß ich, wo ich Platz habe. So. Achso, das ist die eine Steckdose. Echo? Switch an. Meine Fresse. So, müssen wir mal gucken. Meros. Entschuldigung, es gibt zwei Dinge mit diesem Namen. Switch alt und Switch neu. Was möchtest du? Aus. Oh, ich bin nicht angemeldet. Ich fliege neuerdings ständig bei Meros raus. Also die Dinger funktionieren trotzdem weiterhin, aber angemeldet bleiben. So. Jetzt aber Haus und Arbeitsplatte links. Mod. Ach Gott. Ich öle hier weg. Oder war das eine Gosund? Zustimmen. Ach, hier muss ich mich auch wieder anmelden. Okay. Einloggen. So, das ist die.
Das ist die Dreier. Hinten am. Gut, das ist die. Das war doch Gosund. Mirus. Miros, ja. Das ist eine Miros. So. Warum ist die jetzt nicht drin? Gaming-Steckdose? Doch, da ist sie doch. Nee, das ist die Gaming-Steckdose. Switch neu, PS5 Festplatte, PS5 Xbox. Ja, da ist alles zusammen. Arbeitsplatte. Achso, das ist die Outdoor, die habe ich eine Küche gemacht. So, dann haben wir hier noch einen. Ah, hier ist er. Wie habe ich sie genannt? Also die heißt nur Smart Plug. Eigentlich hieß die mal Lowboard. USB aus. Funktioniert. Ja, doch, das ist die Switch. Switch alt. Die wollen wir jetzt bearbeiten. Switch alt. Machen wir jetzt. Fragezeichen erstmal rein. Ja. Speichern. Damit wir wissen, die ist leer. Blu-ray Player, HDMI Matrix. Der HDMI Matrix, der ist auch überflüssig. Den brauchen wir auch nicht mehr. Der ist ja auch raus. Also nochmal bearbeiten. Weil der HDMI Matrix, den habe ich ja nicht mehr. Der ist ja weg. So, dann machen wir dann auch Fragezeichen rein. So, speichern. So. Das ist auch ganz gut so. So, dann kann die Steckdose nämlich auch weg. Jetzt muss ich aber hier erst mal gucken und auch gleich sauber machen. Ich wollte eigentlich den schwarzen Unterleger drauf machen, aber ich werde die graue Rutschmatte trotzdem drauf, wieder drauf machen. Die ist besser. Wegen den Farbakzenten. Akku sagt Zeit zum Tauschen. So, und weiter geht's. Akku getauscht. Wir sind jetzt schon am Saubermachen. Hier an der Kabel-Direkt-Steckdose habe ich nämlich auch USB. Also USB habe ich genug, die kann ich aber nicht steuern. Also die werden dann halt dauerhaft an. Da hatte ich früher die alte Uhr dran und so. So.
Ach so, vom Standfuß. Aber was sich da alles hintersammelt. Ich habe das letzte Mal vor einer ganzen Weile da gemacht. Weil das, da kommst du ja sonst nicht ran und das ganze Kabel hier dünnt. Was da denn ist. Ehe du da rankommst, ist das schon ganz schön doof. So. Aber weg damit. So. Was haben wir denn hier noch? Achso, das ist der Stromkabel. Was ist das? Ach, das ist der. Das ist der Antennenkabel. Ach, bitte. Von Juna. Ah, hier haben wir noch Klettband. Ach. Von meiner Switch die Halterung. Josie? Ja? Kannst du mir mal einen Handfeger und Schippe bringen? Oh. Ja, da ist ein bisschen mehr drin. Da sind noch ein paar mehr Bausteine. Wir haben Jonas Baustein gefunden. Juhu! Da mache ich jetzt mal kurz einen Cut, Leute. Das muss mal hier beiseite geschoben werden, dass wir dahinter sauber machen können. Und ich will den 7-Meter-Kabel schon mal verlegen. Weil da müsste ich sowieso hier irgendwie, und das geht mit Kabel an Dingsbums nicht. So. Ich habe jetzt. Jetzt ist die Kamera zu weit runter. Hier den 7,50 Meter Glasfaserkabel. Jetzt schon verlegt. Weil durch den Kabelschacht und weil es um Kratzbaum rumgeht und beim Tisch hinten, ist es halt eine Friemelei und da hat Josie mir schnell geholfen. Jetzt geht's ans Eingemachte. So, jetzt müssen wir gucken. Ich habe mir auch noch meine anderen von Kabel direkt und das breite Klettband geholt. Damit wir hier auch wirklich diesmal vernünftig machen können. Eine Routine drin machen können. Ja, toll. Ich habe alles geholt. Was habe ich vergessen? Richtig, eine Schere. Die liegt noch am Arbeitsplatz. So. Jetzt müssen wir mal gucken, dass ich euch das ein bisschen zusammenfriemel oder auseinanderfriemel, weil das jetzt ein bisschen kompliziert. So, jetzt müssen wir erstmal hier, müssen wir erstmal das ganze Wirr hier entwirren. Also wie rum die meisten Sachen hier angeschlossen werden, ist eigentlich vollkommen Wumpe. Ich zeige euch aber gleich, wie ich das gemacht habe und warum ich das so gemacht habe. So. Das nehmen wir mal raus. Und das nehmen wir raus. Das nehme ich. Und das kann wohl sein. So. Kann das alles nach hinten?
müssen halt hier nur zusehen, dass wir die Bäden etwa gleich lang haben. Und ein bisschen Kabel über haben, dass wir sie nach vorne rausziehen können. So, das ist der. So, das ist der Antennenkabel. Der kommt hier runter wieder. Na, passt nicht ganz oder was? Zu dick. So, jetzt geht's. So, drehen wir das noch ein bisschen. So, das ist der Kabel, der kommt hier raus. Den können wir hier runter machen. So, dann ist da auch, ja, dann ist der gut untergebracht. Das ist Stromkabel. Die brauchen wir jetzt beide erstmal. Kommen nämlich hier aus der Wand, also praktisch hier den Kabelschacht lang, und die möchte ich gerne verlegen. Was siehst du, ich hab's schon wieder verkehrt rum gemacht. Beim letzten Mal habe ich gesagt, ich muss diesmal drauf achten. Wieder verkehrt rum gemacht. Der Antennenkabel, der soll nämlich auf der Seite. Erkläre ich euch auch gleich warum. So. Oh, Mensch, jetzt sind wir schon wieder auf dem scheiß Kabel. Mann! Ey, das nervt mich mit diesem Kabel, der dönt's echt an. Und die scheiß Funkstrecke hat halt diese komische Störgeräusch. Was einige von euch sagen. Und ich kann das auch nicht rausfiltern oder gucken, weil ich momentan ja eine störe. Ich wollte mich ja darum kümmern. Aber es bringt halt nichts. Wenn ich nichts höre, das ist halt die Scheiße. So, jetzt machen wir das doch mal raus hier. So. Und machen den Antennenkabel nämlich dann hier hinten hin. So. Dann kommt der nämlich hier raus. Hier oben kommt nämlich wieder der Sky Receiver hin. So, und dann kann ich das nämlich so gut verlegen. So, dann sollte jetzt nicht so viel vom Antennenkabel hier übrig bleiben. Was uns hier den Weg versperrt. Aber ich werde schon mal. Ich hatte doch hier schon ein kleines Stück Klettband hier.
So. Das ist jetzt nämlich alles auf einer Seite. So. Weil der Kabel ist ja ein bisschen lang, seht ihr ja? Also werde ich ein bisschen was unter dem Schrank verstecken. Und ich brauche halt nur. Also das kann alles versteckt werden. Hier kommt er nämlich lang. So. Dass ich halt so viel über habe, dass ich ihn so weit rausziehen kann. Also so weit. Dass ich dann hier die Kabel mal abziehen kann. Mehr brauche ich nicht. Alles andere kann nämlich hier hinten versteckt werden. So, und dass hier alles auch wirklich die Stromkabel gleich zusammen lang gehen, verbinde ich gleich mit einem Stück Klettband, sobald die hier aus dem Kabelschacht rauskommen. So, und alle paar Zentimeter, dass sie wirklich die ganze Zeit zusammenbleiben, damit ich dieses Kabelwirrwarr nicht mehr habe. So. 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 So, jetzt kann ich die schon wieder nach und nach ein Stück fester machen. So. So. Auch noch drei oder vier von denen. Ich muss mir denn unbedingt wieder neue Klettband bald wiederholen. Ich sag euch. Traum.
Damit verlegt sich das halt ganz gut. Ganz immer schön die Kabel zusammen machen. Ne, komm her hier. So. Ich mache die jetzt auch ein bisschen mehr zusammen, als sie eigentlich müssen. Einfach nur, dass ich sie nachher besser verlegen kann. Und dann mache ich ja noch einen, dann kann ich wieder einen kleinen, einen zwei Klettbänder abmachen. Das ist jetzt einfach nur führt verlegen, damit sich das halt einfacher macht. So. 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 Und dann hier oben nochmal direkt zusammen machen. So. Jetzt haben wir das so gemacht, dass halt aus zwei Kabeln praktisch, die haben wir so zusammen gemacht mit dem Klettband. Und dadurch kann ich die jetzt praktisch unterm Schrank verlegen, also runterschieben, ohne dass sie nach vorne kommen und ohne dass es auffällt. Weil sonst reicht der Platz nicht aus. So. Eieiei. Jetzt muss nach unten wieder. So. Ab hier vorne. So. Müsste eigentlich reichen. So. Dann kommt das nämlich hier direkt raus. So. Das ist verlegt. So. Das ist auch verlegt. So, jetzt zeige ich euch warum, weshalb. So, die Dinge brauchen wir jetzt. So, wir haben jetzt hier zwei Steckdosenleisten. Ne? So. Die schwarze ist mit, genau, die schwarze ist. Genau. 2, 4, 5, 2, 4, 6, gut. Also. Wir haben jetzt die Kabel so weit verlegt und die Stromkabel so vernünftig gemacht, dass hinten schön viel Platz ist, dass wir jetzt anfangen können zu verlegen. Jetzt fragt ihr euch, warum. Hier bei den Stromkabeln habe ich ja hier vier Stück. Also hier kommen zwei Kabel raus, an jedem sind zwei Stromkabel. Wie das mit den Steckdosen gemacht wird. Mein Onkel ist Elektriker und ich weiß, er hat mir das erklärt und hat alles auch überprüft. Man darf halt eine bestimmte Grundspannung und Last nicht über, also die hängen auch an zwei verschiedenen Steckdosen, nicht übertreiben, weil sonst kann es Kabelbrand geben. Man kann aber
mehrere Geräte, die halt kaum Strom verbrauchen, wie jetzt zum Beispiel LED-Leuchten, also ein Sechserleiste LED-Leuchte hier, an Dreierverteiler, nochmal ein Sechser und nochmal ein Sechser, also praktisch, oder Neuner, ja, sagen wir mal drei Neuner an so einen Dreierstecker und den Dreierstecker an eine Steckdose. Ist kein Problem, sind viele Geräte, ja, aber die LED-Leuchten, die haben ganz wenig. Ja, die fressen nicht viel. 5 Watt, manche 12 Watt. Die reichen halt nicht an diese, was hier hinten drauf steht. Ich kann es jetzt nicht lesen. Das steht bei jeder Steckdose hinten drauf, wie viel Ampere und das alles, wie viel die vertragen und Volt. Oh Gott, ich kann es jetzt hier nicht lesen. Aber da darf man halt nicht drüber. Man kann halt mehrere Geräte anschließen, aber man darf halt nicht diese Last übertreiben. Also zu viel machen. Und deswegen habe ich an einer Steckdose, so, zwei hier dran und davon eins auf Dauerstrom und eins auf Nicht-Dauerstrom. So. Und die sind auch so angeklemmt, dass sie halt nicht übermäßig. So, zum Beispiel das hier. Das ist Dauerstrom. Das ist die einzigste Steckdose, außer die vom PC, im Wohnzimmer, die auf Dauerstrom geklemmt ist. So. Die kommt hier hinten ran. So. Dann haben wir hier noch die schwarze. Die ist auf Nicht-Dauerstrom. So, die hat halt so ein Timer. Also nicht so ein Dings. Mensch, wo habe ich denn meine Fernseher? Wo habe ich denn jetzt mein Handy hingepackt? Ich hatte es doch eben noch in der Hand. Bin ich blöd? Ich habe doch eben noch mein. Ich habe mein Handy in den Griffel gehabt. Ach, hier, auf dem Kratzbaum. So. Gehen wir hier mal zurück. Das war Gosund. Und zwar nennt sich die TV-Steckdose. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt, dass es hier leuchtet. Und wenn ich hier ausschalte und anschalte, so, das sind die Bienen. Warum und weshalb habe ich das so gemacht? Auf die weiße mit Dauerstrom kommen die Sachen rein, die Dauerstrom brauchen. Jetzt der Fernseher, dass er sich nicht ausprogrammiert. Die Skybox, damit ich halt auch aufnehmen kann, wenn ich hier nicht drinne bin, weil wenn die Steckdose aus ist, die will ich nicht an, dass alle Geräte mit an sind. Deswegen, die frisst wenig im Standby. Und wenn ich dann mal aufnehmen will, dann kann ich halt mit der auch aufnehmen. Der Fire TV Cube, dass wenn ich hier rinkomme und halt Sprachsteuerung nutzen will, dass ich gleich alles nutzen kann. Weil sonst müsste ich ja erstmal mit dem Echo und dem Flur sagen, was er anmachen soll, damit der Fire TV angeht. Und meine PlayStation-Uhr. Und die Ladestation für den PS5-Controller. Das sind die einzigen Sachen, die jetzt auf Dauerstrom laufen. Soweit ich jetzt das im Überblick habe. Die sind immer an. Aber die bringen mir teilweise nicht viel. Weil wenn der Fernseher ja und Fire TV ja, dann wären die ja schon mal an. Der Fire TV funktioniert ja auch über LAN. Aber den Soundbar ist ja noch nicht dran. Und die ganzen anderen Geräte, die habe ich hier. Also die Geräte, die ich dann noch brauche, um, was weiß ich, ich könnte den Fernseher jetzt anmachen und eine Hintergrundbeleuchtung oder was weiß ich, oder die Boxen vom Fernsehen nehmen. Deswegen halt einmal das. Wenn ich aber den halt schön haben will, dann mit Soundbar kommt hier die Soundbar ran.
Dann kommt der LAN-Verteiler hier ran. Der praktisch das LAN, also das, den, ja, habt ihr hier gesehen, der verteilt das LAN das, auf die ganzen Geräte. Und ja, später die GOSUND und also praktisch GUVI, Ambilight-Beleuchtung kommt dann ran. Die braucht ja auch Strom, die kommt dann auch hier ran. Und dann habe ich noch zwei frei. Da war noch irgendwas. Ja, da, vielleicht werde ich da auch die Ambilight-Beleuchtung da mit dran machen vom Lowboard oder so. Und die dann halt separat benennen. Da braucht man dann halt aber auch Platz. Weil die von Govi, die sind zwar schmal, aber ja. So. Und bei der PlayStation haben wir genau das gleiche. Wir haben hier jetzt praktisch. Nee, warte mal, das muss andersrum. Nee, doch, das geht so. So, bei der PlayStation-Steckdose, da kommt jetzt einmal die Miros ran. So, die 1 zu 4. Die hat auch USB, aber vier Steckdosen. PlayStation, Xbox, also die PlayStation, PlayStation Festplatte, Xbox Switch. Ist auch kein Problem, weil die werden niemals alle gleichzeitig laufen. Die Switch vielleicht zum Laden und die PlayStation und die Festplatte, aber PlayStation und Xbox und so das nicht gleichzeitig. Ja, und wenn ich dann halt PlayStation zocke, ist die an. Wenn ich Switch lade, ist die Switch an. Wenn ich Xbox spiele, ist nur die Xbox an und die sind aus. Maximal die Switch zum Laden noch. Ja, und die USB halt, mal gucken. Und bei der hier. Da kommt denn der. Nee, warte mal, das war doch falsch. Das war doch falsch. Warte mal. Dauerstrom. Soundbar und alles. Nee, doch, das war so. Weil Wecker und so, das, genau, das war alles so kleine Pipi-Kacke. Und hier halt die PlayStation und wenn die PlayStation halt nicht geht, so halt die Steckdose, so, da kommt dann halt der Blu-ray-Player wieder ran und dann habe ich zwei Steckdosen gut, wo ich dann halt noch was anschließen könnte und die halt separat steuern könnte. Und das ist halt dann extra so gemacht mit den Steckdosen extra so, weil es werden niemals alle gleichzeitig laufen. Es läuft entweder die PlayStation, also die beiden, aber hier Blu-ray-Player und die sind aus. Oder die Xbox läuft und das ist alles aus. Also niemals gleichzeitig. So. Muss ich das aber hier nochmal entwirren. Jetzt habe ich hier ein bisschen viel. So. Und das muss auch hier noch hin. So. Ich werde jetzt aber erstmal die Decke wieder rauf machen. Ich mache drei Kreuze im Kalender, wenn nicht alles erledigt ist heute wieder. Ey. Und da muss ich erstmal eine Wanne. Ich schwitze wie ein Schweine. So. Weil die graue Matte, ich habe extra nochmal die graue genommen, weil die ein Stück länger hinten ist. Die hängt dann hinten über die Fächer so ein bisschen, also hier so ein bisschen rüber, dass man da nicht direkt reingucken kann und die Kabelei sieht. So. Akkurat bis nach vorne. So.
Dann machen wir mal die Steckdosen ab hier. So, das ist die Gaming-Steckdose. Die kommt hier lang. So. Das ist die Nicht-Gaming-Steckdose. Die lassen wir hier unten drin. Ich werde wahrscheinlich die Skybox denn trotzdem an so eine Dings machen. Dann kann ich die separat an- und ausschalten. Dann braucht die doch nicht im Standby laufen. Ich habe ja hier jetzt mehr Platz. So. So. Jetzt haben wir das so gemacht, wie es sein soll. Jetzt müssen wir gucken, dass hier hinten die Kabelei wieder schön versteckt ist. Also wir müssen halt auch mit den Stromkabeln aufpassen, damit die Kabelei versteckt ist, weil dann kommen noch viel mehr Kabel. Und wir wollen ja keine Unordnung haben, weil bleibt sowieso, weil ich die Stromkabel ja hier oben drauf habe, Steckdosen, bleibt sowieso ein bisschen was übrig, was wir hinten liegen haben. So, was ist das? Das ist, also das ist der, Hauptstrom. Dann müssen wir dann hier drunter machen, unter dem Antennenkabel. So. Und dann haben wir den schwarzen. So. So. Aber bevor wir anfangen, muss ich erstmal War das Miros PlayStation? Ah ja, PlayStation Steckdose. Müsste Miros sein, müssen wir mal gucken. Gut, dann können wir die nämlich umbenennen. Symbol. Machen wir Steckdosen-Symbol. Mehr. Ross. Miros Steckdose 1. Speichern. Gut, dann haben wir das erledigt. Das ist jetzt Miros Steckdose 1. Da müsst ihr nämlich auch aufpassen, wenn ihr das schon mal gemacht habt,
Ja, wie gesagt, das ist ja meine alte PlayStation-Leiste, Steckdosenleiste. Und die war ja hier mit dem Ding dran und die heißt PlayStation-Steckdose. Würde mir natürlich mein ganzes System versauen, also müssen wir das anders machen. So. Bin jetzt am Überlegen, wo ich jetzt am besten anfange. Von hinten nach vorne oder von vorne nach hinten durch? Das ist jetzt eine gute Frage. Wir machen erstmal die Sachen mit Dauerstrom an. Erstmal die Sachen mit Dauerstrom, dann kann ich nämlich die Steckdosenleiste da hinten gut verstecken. So. Nee, das ist nicht Dauerstrom. Die Soundbar braucht keinen Dauerstrom. Die ist extra, die kommt auf die Leiste. Genau. Hoppala. Der Wecker braucht Dauerstrom. Der Fire TV braucht Dauerstrom. Und der Fernseher. Achso, das ist ja genau, dann haben wir hier die Box da unten. Genau. Und die Skybox. So. Und die Skybox. So. Na, passt gut drin da unten. Na komm. So. So. So, dann haben wir einmal Dauerstrom, den Fernseher. Ich mache das mal gleich so, dass halt die Geräte, so werde ich das ja hinstellen. Nee, ich werde es so hinstellen. Jetzt ist ja genug Platz, jetzt kann ich das ja so hinstellen. So, dass ich dann halt hier hinten noch an die Steckdose rankomme, dass ich die separat auch mal ausmachen kann, wenn wir in Urlaub fahren. Sollten, irgendwann mal vielleicht. So. Dann die PlayStation-Uhr. Die stelle ich erst hier oben den Kratzbaum. Da gehen schon zwei Steckdosen weg. Alleine nur wegen dem Platz. Fire TV genau das gleiche. Zack. Geht alleine durch den Platz, gehen zwei Steckdosen weg. So. Und die PS5 Ladestation. Also da haben wir praktisch drei Geräte auf Dauerstrom und die PlayStation Ladestation ist nur an, wenn ich den Controller lade. Und das ist nicht viel Strom. Und das war halt, das ist der einzige, was auf Dauerstrom jetzt läuft. So. Echo? PS5 Ladestation an. Echo? Echo?
PlayStation-Ladestation an. Welcher ist denn das? So, das ist der. Den habe ich, wo habe ich denn drin? Bei Gosund habe ich den drin? Da, PS5-Ladestation. Echo? PS5-Ladestation an. Echo? PS5-Ladestation aus. Gut. Funktioniert. Dann können wir die ersten Kabel nämlich hier schon wieder, die ersten Geräte schon wieder verstauen. Nachher. Und die ersten Kabel jetzt wieder. So, die machen wir nämlich nach hinten. Warte mal, Fire TV. Muss hier drüber, der Kabel. Der kommt ja dann. Oh, reicht das über? Oh, der ist aber. Sag mal. War der schon immer so knapp? Ja. Na, dann wird das doch nichts. Oder ich stelle den Fire TV diesmal hierher. Müssen wir mal gucken. So. Was haben wir hier? Das ist das da. So, jetzt haben wir die hier. Strom. Und die beiden. Die müssen wir dann halt zum Schluss verstauen. So. Damit hat sich das ja erledigt. So, dann machen wir mal den Fire TV rein. Obwohl, nee, doch, sieht aus, als wenn es geht. So. Ich mach mal die Geräte erstmal so hin, wie sie hin sollen wieder. So. Ach, die Sky war ja auch noch auf Dauerstrom. So, müssen wir mal gucken, wie wir das hier verstauen. Das frisst ja einen schönen Platz weg hier, der komische Stromkabel. So, wir brauchen aber noch. Den Blu-ray-Player, bevor wir das machen.
Der kommt unten drunter. Oh, krieg einen Krampf hier noch, ey. So. Müssen so sein die Kabel, dass ich halt jederzeit so weit rausziehen kann. Gott. Echo? Blu-ray Player an? Okay, das ist die Steckdose. Gut. So. So, wo ist er denn hin? Entschuldigung, Leute, trockenen Hals. So. Was hat's denn hier denn gedonnert? So. Dann würde ich sagen, jetzt fange ich an mit den großen Geräten erstmal hinstellen. Damit die dann hier erstmal ihren Platz haben. Achso, nee, da brauchen wir zwei. So. So, und zwar der hier. Das ist nämlich der für den LAN-Verteiler. Der kommt denn hier so mittig in die Steckdose. Und der LAN-Verteiler, die Kabel kommt ja dann wieder hier hinten rum. Ach da. Ja, dann wird es doch wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich die doch nochmal separat hier machen muss. Weil sonst kann ich das nicht anschließen. Ach, dann kommt
kommen die LAN-Kabel doch später dran. Aber ich muss das ja erstmal so anschließen, dass das alles passt. So. Die Standfüße raus. Und das dann nach vorne steht. Und die Festplatte mit der Steckdose. Ach Quatsch. Die PS5 Festplatte. Die stelle ich nämlich dahinter. So, müssen wir nämlich gucken. Wie rum, wo rum, la rum. Löffelstiel. Das ist die USB für die PlayStation. Der kann hier oben hin. Jetzt müssen wir gucken. Was war das? Das war Miros. Gaming-Steckdose. So. Machen wir alles aus. PlayStation 5 ist da oben. Festplatte ist da. Okay, also hier. Gut, das passt. Soweit. Lassen wir mal den Kabel lieber hier oben so ein bisschen, dass wir jetzt nachher noch ein bisschen verstauen können. Weil ich würde dann sagen, das reicht auch von der Länge. Ich würde dann erstmal die PlayStation hinstellen, bevor wir die Xbox machen. Dass wir die Kabel dann nämlich hier schon mal haben. Also Stromkabel und so, wisst ihr? Hoppala. So, was sagt der Akku? Akku sagt schon wieder fast leer. Da muss man nicht aufpassen. So. Werde ich mal schnell Akku tauschen. Weil das Problem ist, die Kamera macht kein Backup. Wenn die jetzt abkackt nach 2 Stunden Aufnahme, sind die 2 Stunden Aufnahme weg. Deswegen machen wir jetzt hier mal einen Cut und ich wechsle meinen Akku. So, jetzt geht's wieder. Jetzt können wir die nächsten 2 Stunden aufnehmen. Also so lange habe ich ja schon lange nicht mehr gebraucht für verkabeln. Aber ich will es halt diesmal wirklich richtig gut machen und nicht wieder einen Flüchtigkeitsfehler oder woran ich nicht gedacht habe. So wie mit, wenn Unwetter ist und was ist denn mit den Steckdosen? Da kommt man ja nicht ran. Das möchte ich halt nicht nochmal haben. Upsala. Machen wir gleich mal hier die Dinger ab und gucken gleich mal nach Staub. Och, ich trau mich immer nicht. Oh Gott. Ich trau mich da immer nicht so ran. Ich habe immer Angst, da bricht was ab, ey. Da ist was abgebrochen. Aber was? Das ist die nächste Frage. Und das ist ein original Sony-Produkt. Ey, du lobst das. So. Aha! Hätte ich mal vorher schon mal machen sollen. Und was ist das? Ist ein ganz kleines, schwarze, halbrunde Plastikpinüppel.
Wo soll denn der weggebrochen sein? Ich habe hier auch keine scharfen Kanten oder irgendwas. Ist es aus der PlayStation weggebrochen? Nö. Nö. Also ich habe hier was Abgebrochenes. Aber ich weiß nicht, woher es kommt, ehrlich gesagt. Weil hier ist nirgendwo was abgebrochen. Und bei der PlayStation? Da ist auch nirgendwo was abgebrochen. Sehr kurios. Uah. Hier hat sich ein bisschen was gesammelt. Ich mache jetzt aber hier nicht den Lüfter raus oder so, weil das sieht. Na gut, könnte man auch mal machen. Aber das mache ich ja nicht heute. Das mache ich ein andermal. Dann nehme ich mir mehr Zeit für. Ja, der muss definitiv gemacht werden, der Lüfter. Definitiv muss der gemacht werden. So. So jetzt aber. Hier auf der Seite, auf der Oberseite sieht es dann ganz gut aus. Also ein bisschen Staub, ja. Ja, das kannst du ja hier auch, hier oben, das Plastik kannst du irgendwie alles rausnehmen. Habe ich ja schon mir durchgelesen. Dann kannst du das alles vernünftig absaugen. Hier brauchst du nur die Schrauben rausmachen. Dann kannst du die ganze Gitter rausnehmen. Und dann halt auf der anderen Seite halt zusätzlich noch Schrauben, den Ventilator richtig abmachen, dann kannst du ihn richtig rausnehmen und sauber machen. So, ja, ein bisschen staubig ist er, aber der sieht halt nicht so zugekeimt aus wie der PS4-Lüfter. Sagen wir mal so. Jetzt habe ich den Finger abdrücken. So. So. Nee, wir machen das anders. Ich mach nicht nur die PlayStation gleich rein. Ich
mache auch gleich die LED-Platte rein. Weil die ist ein bisschen länger, die steht nämlich hinten ein bisschen über. Sollte fast die Mitte sein. Ausrichten kann ich später immer noch. Das geht jetzt immer nur darum, können wir auch ein Stück nach vorne holen, dass es erstmal steht. So. So, dann kommt die Xbox, kommt ja hier wieder her. Achso, ich kann das ja jetzt direkt diesmal an die Gaming-Steckdose ranmachen. Hab ja jetzt hier auch USB dran. Geht mir ja nichts verloren dadurch. So. Leuchtet alles? Perfekt. Perfekt, es funktioniert. So. Dann haben wir hier den Stromkabel von der PlayStation. Den drinne. Ich lasse mal die Kabel lieber hier oben erstmal drauf und nicht nach hinten machen, dass man sie verstauen kann denn. So, passt alles. Das passt. Das passt auch. So, jetzt die Xbox. Uiuiuiui. Und die muss auch ein bisschen feucht abgewischt werden. Also nicht nass. Nicht, dass er denkt, ich setze die meine Technik hier unter Wasser oder so. Nee, das ist ein Mikrofasertuch. Einfach nur so ein bisschen abgewaschen. Das ist auch übrigens das Beste, wenn ihr euren Fernseher sauber machen wollt. Oder Monitor. Mikrofasertücher. Ihr nehmt ein, das Gerät muss aus sein. Also Bildschirm oder Fernseher muss aus sein. Am besten auch davor nicht gelaufen sein. Also der darf halt nicht warm sein. Und dann nehmt ihr ein Mikrofasertuch, das macht ihr mit lauwarmem Wasser richtig schön nass. Und dann macht ihr das ganze Ding schön nass. Schön lang. Und guckt, wo halt, was weiß ich, ein Fettfleck ist. Könnt ihr ein bisschen so wegwischen. Schön nass machen. Also nicht klitschnass, dass es drunter tropft, aber ihr wisst. So, schön. Und dann nehmt ihr die nächsten Mikrofaserlappen mit der weichen Seite. Und dann geht ihr oben lang von einmal komplett durch. Komplett durch. Oder folgt nach unten, wenn euch das lieber ist. Ich mache lieber nach von rechts nach links. Kann ich besser. Und dann habt ihr keinen Streifen, kein Nix und ein sauberes Gerät. Mache ich mit meinen Monitoren, mache ich mit meinen Fernsehern. Das hat mir nämlich meine Mutter und meine Frau gesagt. Weil ich hatte vorher immer so ein Spezialzeug mir geholt.
und hatte davon nichts mehr. Und das hat halt auch immer, da musste der halt 3-4 Mal machen, das hat dann auch immer nicht gleich gewirkt. So ein Monitorreinigungszeug, ihr Döns. Und es war halt nicht so toll. Und ich hatte mehrere Sorten davon auch getestet. Und die haben halt immer eine gewisse Zeit gebraucht. Und mit dem Wasser, also mit dem Wasser, also kein Problem. Bum, 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 fertig. Ich werde mal jetzt auch den... Wo haben wir den denn? Den HDMI-Kabel von der Xbox tauschen. Ich werde da auch mal einen von Kabel direkt nehmen. Mal gucken, ob wir da bessere Erfahrungen haben, damit es halt schneller hin und her schaltet. Weil mit dem Xbox-Kabel habe ich so ein bisschen... Also die Xbox, muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht. Also es ist ein cooles Gerät an sich. Bin aber ein bisschen enttäuscht, wenn du halt den mit einem Verteiler die switcht. Also von Fernseh zum Monitor und so. Bei der PlayStation ruckzuck, bum bum, kann dit. Okay, alles abgeprüft, bum. Dann gibt nur das raus, was er kann. Die Xbox teilweise manchmal. Nö, du hast mich falsch eingestellt, jetzt gebe ich nichts ab. Jetzt gebe ich kein Bild aus. Kannst mich mal am Arsch lecken. So. Dann haben wir den Strom von der Xbox. So. Legen wir auch hier oben lang. Dann haben wir hier. So, dann brauchen wir den Strom von der Switch. Das ist der hier. So. Den lege ich mal hier neben. Können wir nämlich die nämlich gleich verstauen, wenn wir die LAN-Kabel gemacht haben. Die Geräte stehen jetzt. Ich bin mir noch nicht bei der Skybox bin ich mir noch nicht sicher, ob ich die jetzt an den Fire TV mache oder ich lasse die einzeln dran. Ich lasse die wieder einzeln dran am Dingsbums und dann ist gut. So. Weil dann würde ich jetzt nämlich erstmal, bevor ich jetzt die LAN-Kabel mache, die HDMI-Kabel machen, dass jedes Gerät jetzt da erstmal angeschlossen ist, wo es hingehört. So, also das, was man sowieso macht. Weil die LAN-Kabel kommen dann zum Schluss. So, dann machen wir einmal das hier runter. Na, komm doch her hier. Wo willst denn du hin? So. Nochmal hier die Skybox. Zack. Dann können wir nämlich gleich den Blu-ray-Player machen. Jetzt muss ich erstmal gucken. Von den Kabeln her. So. So, das ist ein 8K-Kabel Xbox, 8K-Kabel PlayStation. So, da kommen die dann ran. Das ist ein 4K-Kabel, der ist für die Switch. So, dann habe ich die drei Konsolen und die gehen ja an den Verteiler mit einem 8K-Kabel. Der Verteiler geht zur... Mit dem Glasfaserkabel da nach hinten und mit einem 8K-Kabel auch zum Fire TV, zum Receiver. Dann habe ich noch zwei übrig sogar. Könnten wir doch den Blu-ray-Player damit noch anschließen. Ein Fire TV war ja auch noch, genau. So. Dann
Ach, scheiße. Da hat er doch wieder Probleme mit, wenn ich jetzt hier alle Geräte anbammel, die anzubamseln sind. Da kriegt er doch wieder ein Haschmich. Ja, das geht dann so nicht. Das müssen wir dann anders machen. Moment, dann müssen wir das anders machen. Dann müssen wir. Jetzt geil ist, hier kann schon mal hier rein. Dann müssen wir nämlich das hier rausholen. Stecker sind da. So. Und das ist jetzt, also das ist der Fire TV. Weil dann müssen wir das nämlich, bevor wir hier alles machen, das auch noch machen. So, das ist. Das kommt denn. Ja. Und der hier. Der hier, den brauchen wir auch. So. Was ist das? Achso, das ist die USB davon. Genau. Glasfaser kommt an das andere Ding ran. Und das ist das. Ah, das ist der HDMI von der Kamera, von der PlayStation. Das kann zum Schluss dann ran. Hier ist er. Ich habe mir gesucht. Oh, der reicht aber wirklich nicht aus. Ich habe schon lang. Naja, okay. Gerade so reicht's. Gerade so. Dann haben wir hier den Strom. Von der Connectbox. So. Und ich muss gucken, wo war denn der optische jetzt hier wieder? Das LAN? Ach, der optische ist da hinten. Warum kommt denn das jetzt? Ja, so rum. So. So. Dann machen wir den Fernseher an. Fire TV-Fernbedienung. Sky und das alles. So, dann machen wir als erstes nämlich den Fire TV ran auf HDMI 1. So. Ah, jetzt hat er endlich mal als Fire TV erkannt. Gestern Abend wollte er ewig nicht, nachdem ich die Videos gemacht habe. So, aber es ist da und wir können jetzt. Na. Verschieben. Und zwar nach vorne. Haben wir?
So. Dann haben wir die Skybox. Wo ich immer noch am Überlegen bin. Ja, da kann ich auch noch einen zweiten HDMI-Kabel legen in 8K, dass ich dann halt mal umswitchen kann. Oder 4K reicht ja auch aus. So. Hat er ein Problem mit der Skybox oder was? Das hatte ich nämlich gestern Abend auch. Da hat er dann, nachdem ich die Videos gemacht habe, nicht mehr erkannt, dass es ein Sky Receiver ist. Da bleibt doch alles richtig dran, oder? Hm. Ah, doch, jetzt hat er erkannt. Gut. So, dann haben wir das erkannt. Dann brauchen wir als nächstes, haben wir noch Akku? Ja. Als nächstes den Blu-ray Player, dann nehme ich aber den Kabel hier. So, das reicht dafür nämlich aus. So. Blu-ray Player hat er auch erkannt. Obwohl jetzt mit der PlayStation 5 bräuchte ich eigentlich nicht mal mehr einen Blu-ray Player, weil die ist ja ziemlich leise und die Xbox auch. Aber seien wir mal ehrlich, die PS4, damit hat man ungern eine Blu-rays geguckt, weil die war ja lauter wie ein Düsenjäger und da ist die ganze Erfahrung dahin gegangen. So. So, jetzt nehme ich mir erstmal den hier. Wir sind fast fertig. Der bleibt dann auch. Zack. Na? Alexa? Wissen wir mal, wen der hier. Achso, der hat ja kein WLAN. Habe ich ja bei dem noch gar nicht eingestellt.
Moment. So, wieder da. So, verbunden. Funktioniert. Ich muss dann halt natürlich die Grafik alles wieder neu einstellen. Das ist alles jetzt durcheinander. Alles ausprogrammiert, verstellt. So. Hier ins Hauptmenü. Und jetzt schließen wir den, nehme ich hier an HDMI 4. Das ist nämlich der Gaming Port. Zack. Werdet ihr auch gleich sehen. Wenn ich jetzt hier. Die PlayStation mal anschalte. So, ihr seht, er sucht jetzt nach Gerät, so wie eben auch. Er erkennt jetzt die PlayStation 5, macht mir gleich ein Controller-Symbol. Und ich werde jetzt, wenn ich jetzt hier rausgehen soll, gehe gleich, oder hier bin, so, bin ich gleich im Gaming-Menü. Seht ihr das? Das ist das Gaming-Menü vom Fernseher von Samsung. Da kann, hier habe ich auch den PS4-Controller angeschlossen. Da kann ich direkt jetzt hier auf dem Fernseher, aus der Cloud, Xbox-Spiele spielen, ohne die Xbox anzumachen. Oder halt Nvidia, wenn ich mich dafür anmelden würde. Das UTOROC muss ich mir nochmal angucken. Ja, Audio kann ich hier einstellen, Musik, alles. Hier hast du dann auch dann die Einstellung, dass du dann im... Ja, hier ist dann halt das Gaming-Menü zum Einstellen. Kann man auch wieder rausmachen. PS5 ausschalten. Muss mal kurz warten, bis die PS5 richtig aus ist. So, jetzt ist es richtig aus. Jetzt kann ich halt auch die Gaming-Steckdose hier ausmachen. Medien. So, und kann jetzt hierher gehen. Und mache jetzt erstmal den Fernseher aus. Wir haben die Geräte jetzt eingestellt. So. Jetzt geht es darum, dass wir halt hier oben auf dem Tisch Klarschiff machen. Einmal brauche ich jetzt erstmal noch einen HDMI. So. Kann ich das nämlich hier unten? Wir haben die HDMI jetzt dran. Wir haben den optischen dran. Die Tastatur ist dran. So. Dann können wir das nämlich jetzt hier komplett reinschieben. Mit dem unteren Gerät sind wir jetzt komplett fertig mit der Connectbox. So. So, haben hier noch Platz für die Stromkabel, alles super. Bin ich sehr zufrieden mit. So. Jetzt haben wir praktisch, das ist der HDMI von der Connectbox, der zur Connectbox führt, zur PlayStation führt. Den machen wir uns mal hier rüber. Das ist der HDMI, der von der Connectbox kommt. Der ist dann nachher noch wichtig. Den legen wir uns mal hier beiseite. Dann legen wir uns mal hier die Fernbedienung jetzt wieder rüber. Und das Handy. Was sagt der Akku? Oh, der geht noch. So.
Nee, ja, doch, ich hab eine Idee. Mir ist was eingefallen. Und zwar, da das ja jetzt alles super funktionuckelt, mache ich die Ladestation vom Xbox-Controller. Nur noch, ja. Mache ich wieder hier unten ran, dass ich die separat laden kann und an- und ausschalten kann. Na, komm mal her. So. Das heißt, ich kann die Xbox auch. Also ich kann das ausmachen und dann ladet er nicht, oder ich kann laden, wenn ich will. So, das Licht haben wir jetzt da angeschlossen. Und die Ladestation. Nee, das ist ja auch alles Gaming, Mist. Dann brauche ich den Verteiler nicht mehr, genau. Dann sparen wir uns den Verteiler. Das sollte vom Volumen trotzdem noch ausreichen. So, für den HDMI-Switch. So. Dann haben wir das. Super. Super, super, super. Dann machen wir das nämlich jetzt. So. Dann können wir nämlich jetzt die LAN-Kabel verteilen. Die mache ich nämlich dann unten drunter und dann kann ich das dann drauf bauen. Weil das ist halt alles sonst zu viel. So. So. Dann nehmen wir einmal. Na, komm her. So. Der kann ja nämlich hier beim ruhig bei dem Verteiler hier noch mit liegen. Das ist vollkommen egal. Weil das brauche ich nur, so ein winzig kleines Stück brauche ich nur. Weil der geht dann halt hier in die. Wie? Ach Quatsch, in die Xbox. So. Dann können wir das nämlich hier so hochkant legen. So. Dann. Brauche ich hier zwei. Hier ist noch einer. So. Komm hier. Die können wir kurz beiseite packen. So. Und zwar kann ich die beiden hier. So. Zusammenknöpern. Ich brauche nur so viel Lücke, dass ich das da rankommt, dass das da rankommt, genau. Nämlich anders, mal so zu. Und ne, kommt noch eine Drehung. Ist doch nicht. Noch eine Drehung.
So, dann sollte das rein theoretisch ausreichen für das Stücke. Ja, reicht aus. Obwohl, da kann ich ja gleich Dreier mit dran machen, ich Idiot. Weil die sind ja jetzt alle nicht so weit auseinander. Die sind ja fast alle untereinander. Weil das war ja früher alles anders. Da waren die ja ziemlich weit auseinander. Das ist ja jetzt alles nicht mehr. Sind auch jetzt 6 Kabel oder 7 Kabel von Kabel direkt, falls ihr euch fragt, was ich da verlege jetzt gerade. PlayStation. Na ja, gut, da müsste ich jetzt hier gucken, was ist, aber scheißegal. Kriegen wir schon alle hin. So, PlayStation, Fernseher, Skybox. Und Fire TV brauchen wir auch. So. So, ich brauche eigentlich nur praktisch so ein Stück. Das geht genau für die Skybox auch. PlayStation, ja, also könnte ich praktisch, brauche ich nur so ein Stück. So, wo habe ich denn jetzt mein, habe ich denn jetzt mein Klettbandchen gepackt? Ich habe doch gerade Klettband in der Hand gehabt. Ach, hier oben auf der PlayStation liegt es. Pick doof. So, dann machen wir das nämlich jetzt hier schön rum. Da haben wir nämlich jetzt ein dickes Bundle mit LAN-Kabeln. Und die sind ja ziemlich lang. Brauchen wir ja gar nicht so lang. Deswegen machen wir die auf der anderen Seite hier mal so ein bisschen gerade. Machen wieder vom Kabel direkt. Klettband hier ein bisschen was ab. Braucht ja nicht so viel drum sein. Du musst ja nur so, nur einmal praktisch hier langlegen, schön festziehen und so halb, so ein halber rum, dass das schön fest ist. Und dann können wir uns hier praktisch eine Schlaufe machen und noch eine Schlaufe. So, müssen wir mal gucken. Ach, da können wir noch eine Schlaufe machen. Wenn wir das hier haben, naja, gut, vielleicht doch lieber ein bisschen länger lassen. Dann machen wir das, lassen wir das so. Aber machen die Schlaufen halt was größer. Ja. So. Ja, das sollte passen. Und dann habe ich jetzt praktisch hier oben so hier zugemacht und habe hier so ein bisschen Klettband übrig gelassen. Ja. Und das kann ich hier einfach benutzen, um hier nochmal rumzumachen. So. Damit ist praktisch das abgesichert, damit das halt nicht aufgeht. Und ich habe gleichzeitig die erste Schlaufe hier oben schon gemacht. So, dann nehmen wir das nochmal, das nächste, das andere.
Und machen das mal hier schön zu. So. Und dann nehmen wir uns natürlich noch das Klettband, was wir hier abgemacht haben, was vorher ja dran war an einigen, machen uns das hier noch schön rum. So, und somit haben wir jetzt praktisch eins, was schön zu ist, was wir jetzt gleich da hinten anschließen werden. Und hier mit ein bisschen mehr offen, damit wir Möglichkeiten haben, die in den Regalen zu verteilen. Aber dafür muss ich erstmal gucken, was ist was. Ich habe jetzt viele verschiedenen Farben. Also bei so was empfiehlt sich denn, wenn er mehrere Räder hat, Farben zu holen. Hatte ich früher immer. Bis jetzt hier hatte ich halt nur noch schwarz. So, jetzt nehme ich einfach, ja, das lege ich mir hier einfach mal hin. Hab hier jetzt so meine LAN-Kabel. Seht ihr ja hier? Hier sind meine LAN-Kabel. So, 4 Stück an der Zahl. So. Und ich nehme jetzt einen einzigen LAN-Kabel auf der anderen Seite und stecke den mal in den Highspeed-Port. Obwohl, dann kann ich auch den hier vorne nehmen. So, nehmen wir erstmal den einfachen. So, habe ich einen jetzt reingesteckt. Und jetzt nehmen wir uns den Fire TV vor. Das ist jetzt die einfachste Methode, das zu überprüfen, welcher ist. Alexa, wechsel zu Fire TV. So. Also das Bild muss ich dringend nochmal einstellen, das ist nicht so schön so. Das war schöner. Da hat sich was verstellt, Netzwerk. WLAN aus. WLAN ausschalten. So. Nehme ich jetzt hier den Kabel und prüfe den. Verbunden. Funktionierte doch. Gut, das funktioniert, also ist er das recht, ja. Das ist der erste. Den werde ich jetzt. Wir werden von oben nach unten machen. Ich werde den zur PlayStation legen. PlayStation. So, wir können das auch überprüfen, indem wir jetzt halt den nächsten LAN-Kabel nehmen. Das ist der hier. Den reinstecken. Und ihr seht, der hat jetzt kein Netzwerk. So, also, weil wir die PlayStation ja schon angeschlossen haben. Ich weiß, wo die PlayStation angeschlossen werden soll. Die kommt da oben hin. Zack. Haben wir schon den ersten. Jetzt nehmen wir uns einen weiteren. So. Gucken. Da passiert nichts. Hä, was ist denn das? Ach, Klettband ist abgegangen. Das war halt nicht so, das hatte ich nicht so groß gemacht. Ich nehme jetzt hier das nochmal.
Wenn ihr alles mit diesen großen Klettbändern macht von Kabel direkt, mit den langen, hat das auch den Vorteil, wenn ihr zum Beispiel ein Kabel oder mehrere Kabel zusammen langlegt und das ein paar Mal rumwickelt, ist es ziemlich dick. Aber falls ihr nochmal einen Kabelstrang lang macht, braucht ihr nicht alles abmachen, sondern nur ihn zweimal abwickeln, sodass es immer noch fest ist. Und dann könnt ihr das praktisch auf diesen Kabelstrang noch zusätzlich mit rummachen. So, also hier haben wir nichts. Dann nehmen wir uns mal den vor hier. Da haben wir auch nichts. Also kann es ja nur noch laut Adam Riese der sein. Hä? Kann doch nur die eine sein. Oder habe ich jetzt den falschen an der PlayStation gemacht? Jetzt einen Fehler gemacht. Ne, der ist PlayStation. Der kann bleiben. Hoch dran. Ne? So, ist noch gar kein, Kabel drin. Da steckt jetzt aber auch der Wurm drin. Hallo, mein Hase. Ja, bist du denn schon fertig? Ich brauche noch ein paar Minuten. Herr Jonas wach. Ich bin fast fertig. Ja, ich würde sagen, Jonas wach. Ja, ist okay. Wir wären dann soweit, weil ich da so gar nichts mehr kriegen im Laden. Wir kriegen schon noch was. Mhm. Wie spät haben wir es? 16:03 Uhr. Okay. Ein paar Minuten noch. Ich bin gerade dabei, alles schon soweit jetzt anzuschließen. Weiß ich nicht, ich dachte, die ist hochzugehen, kommt zu dir. Nee, jetzt weiß ich gar nicht, zu was. Achso, sag ihr Bescheid, die kann hochkommen. Ja, okay, tschüss. Jo, tschüss. Gudrun! Jetzt weiß ich gar nicht mehr, welcher das war.
nicht sein. Jetzt gucken wir doch nochmal den von der PlayStation. Ich sag mir trotzdem nicht, dass ich Internet habe. Was ist das denn? Verbunden. Okay, also das funktioniert. Also der PlayStation-Kabel funktioniert. So, also nochmal auf ein neues. Der funktioniert. Das ist der da oben. Danach hatte ich die Xbox gemacht. So, dann haben wir hier jetzt einen dran. Können wir eigentlich gleich da anschließen. So. Und. Also ich schwöre euch, die LAN-Kabel haben alle funktioniert. Ah, guckt an, da haben wir schon den nächsten funktionierenden. Der kann dann auch gleich da bleiben. Der bleibt dann nämlich für den Fire TV. So. Den wickle ich mal hier so rum. Mach mal hier so. So, das ist der für den Fire TV. So, dann haben wir. Ah, hier sind da. So. Die nächsten Kabel. So. Zack. Josi! Der ist nicht. Hey, deine Schwester ist wach. Ach so, ja, ich gehe gleich hoch. Oder soll ich mich umziehen? Gut, da haben wir den nächste. Das ist der funktioniert auch. Den machen wir dann an den Sky Receiver ran. Obwohl bei denen. Beiden ist es jetzt eigentlich vollkommen egal. Wir testen jetzt noch den nächsten hier. So. Ja. Bei denen ist es vollkommen egal. Die kommen ja sowieso hinten alle gleich, die sind am gleichen Port dran. Ne? Das war halt nur die PlayStation wichtig, woran die angeschlossen wird, an dem Port, an welchem Port. Weil da habe ich den höchsten Download. Obwohl hätte ich auch Fire TV da mal ranmachen müssen. Obwohl für Streaming und so reicht das eigentlich komplett aus. So, dann haben wir jetzt hier zwei über. Ihr seht das ja hier so. Zwei gehen da rein, zwei haben wir über. Die nehmen wir, gucken wir mal welche. So, nehmen wir denn mal hier. Und. So, dann nehmen wir ein Kabel nämlich hier rein an den LAN-Port. So. Und den anderen können wir nämlich gleich hier runter machen. Deswegen habe ich nämlich beide gleich da mitgemacht. So, der kommt da ran.
So. Es ist aber immer noch ein Wirrwarr, seht ihr ja. Was sagt ihr? Ach, Kamera, Akku reicht noch. Es ist immer noch ein Wirrwarr, sondergleichens, was aber gleich beseitigt sein wird. Wir gehen nämlich in den Endspurt. So, jetzt haben wir... die LAN-Kabel. So. So, den Füße ausfahren. Jetzt müssen wir das hier rüber. So. So. Na komm, Kabel weg. So. So, den können wir nämlich dann hier einfach an die Wand legen. Der reicht dann von der, vom Kabel her aus, ist dann alles locker. Wir können auch mal variieren, wenn was ist. Also praktisch variieren heißt, ja, wenn wir mal ein Stück Kabel brauchen, um die Rät hier rauszuholen. So, damit ist das eigentlich soweit okay. Dann können wir jetzt, achso, das ist der HDMI von der PlayStation, da kommen wir nachher dazu. Dann können wir jetzt nämlich die Gaming-Steckdose, die ist ja fertig angeschlossen, verstauen. Ich will halt nur vorher, ja, die Switch hat nicht so ein langes Kabel, noch, wo ist das denn? Ich finde den jetzt gerade nicht so. Das ist der von der PlayStation. Ich will nämlich die ganzen Stromkabel von den einzelnen Geräten hier so ein bisschen zusammen machen. Also nur von denen, die halt an der Gaming-Steckdose sind, logischerweise. So, hier Fire TV alles nicht. Das ist alles hier beiseite. Das ist jetzt, geht jetzt nur um die Xbox, um die PlayStation. Den Kabel von der Festplatte. Hier noch mit dazu. Weil sonst haben wir hier einen riesen Wirrwarr. Und die Switch könnte eigentlich auch 1-2 Umdrehungen mit dazu kommen. Ja. Müsste denn immer noch ausreichen? Eine Umdrehung. So. Da habe ich jetzt. So, also diesmal bin ich echt gut dabei. Hab auch bis jetzt noch nichts vergessen. Außer jetzt gerade das mit dem LAN-Kabeln war ein bisschen verwirrend. So. Dann halt das nächste hier rum. So. Ach Gott. So. Dadurch habe ich das jetzt ja alles hier oben. Switch. Hm. So,
So, jetzt müssen wir aber noch, bevor ich das verstecke, muss ich meine Szene noch wieder neu machen. So, weil das Problem ist, die Steckdose ist ja jetzt nicht mehr die Steckdose, die sie mal war. Die ist ja jetzt eine andere Steckdose. Weil PlayStation-Steckdose gibt es ja nicht mehr. So. Routinen. Und ich habe nämlich zwei Routinen. Weil irgendwie ist auch der Fire TV oder Alexa wird von Mal zu Mal dümmer. Früher konntest du ihr Befehle geben mit mehreren Wörtern. HDMI-Matrix, HDMI-Switch, USB-Switch. Jetzt irgendwie erkennst du manchmal nur noch ein einzelnes Wort. Also total bekloppt. So, hier haben wir doch. Zocken an. So, jetzt möchte ich hier steht nämlich jetzt schon drinne, Fragezeichen bei der Steckdose. Weil die ist ja nicht mehr da. Die wollen wir jetzt entfernen. Miro Steckdose 1 wollen wir auch entfernen. So, zocken an. Da wollen wir... Weil ich ja hauptsächlich PlayStation mache, mache ich jetzt die PlayStation Steckdose nämlich an. Bam, 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 bam. Wo haben wir sie denn? IFT, Fire TV, Kalender, Audio, Smart Home. Gruppen, Lampen, alle Geräte. So, und zwar... Möchte ich die PS5 Festplatte gerne anhaben. Wir können das ja ganz anders machen. Ich gehe nochmal zurück. Ich habe ja auch das PlayStation, habe ich ja auch. PlayStation, so, das nennen wir ja nicht ändern. Dann machen wir das neu weg. Machen PlayStation an. PlayStation Steckdose und die Festplatte soll an, aber hoppala. So, machen wir aber umgedreht. Und der USB muss an. Wie heißt denn der von der Gaming Steckdose? Miro, den habe ich. Wie habe ich ihn den genannt? Gaming-Steckdose. Gaming-USB. Gaming-USB ist der da. Haha, siehst du? So. Alle Geräte. Gaming-USB, der soll nämlich auch an sein. PS5 Festplatte. Reicht eigentlich PS5. Festplatte, so. Das ist jetzt an. Name PlayStation an. Hier auch neu weg. So. Jetzt haben wir nämlich hier PlayStation an. Gehen wir zurück. Und dann haben wir ja noch PlayStation aus, also neu aus. So.
Da sagen wir erstmal hier, das Neue machen wir weg. So, und hier auch ändern. Weil das müsst ihr alle vorher machen, weil wenn ihr das verlegt und das nicht funktioniert, dann könnt ihr die ganze Scheiße wieder rausholen. Deswegen alle testen, bevor ihr das irgendwo langlegt. So. Aus, genau. PS5-Steckdose, PS5-Festplatte aus und... Gaming-USB auch aus. Gaming-USB aus. Yes. So. So. Gut, jetzt haben wir das gespeichert. Die sind auch aus. Die Steckdosen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Alexa, PlayStation an. Ach, die sind an. Alexa, PlayStation aus. Super. Neue Routine. Xbox an. Name Xbox an. Wenn Folgendes passiert. Ich sage Stimme. A. Punkt. X. Box an, dann soll vom Smart Home alle Geräte die Gaming-Steckdose angehen, Gaming-USB angehen, brauchen wir ja wegen dem Verteiler an und danach soll noch zusätzlich die Xbox-Steckdose angehen, alle Geräte, die müsste dann hier unten sein, Xbox an. So. Speichern. Alexa, Xbox an. Alexa, Xbox aus. Ah, okay. Gut. Xbox an. Neue Routine. Wenn Folgendes passiert. Stimme. Xbox. Aus. Weiter. Dann soll Geräte Routinen Xbox aus. Dann soll die alle Geräte aus. Ja. Alexa, Xbox an. Alexa, Xbox aus. Gut, dann hat er das normale Kommando von der Steckdose überschrieben. Und da muss ich dann doch noch die Steckdose
Einzelne drin machen. Xbox aus. Alexa? Xbox an? Alexa? Xbox aus? Gut. Haben wir. Alexa? Xbox an? Alexa? Xbox aus? Alexa? Xbox aus? Gut. Und jetzt noch mit der Switch. Ach Mensch. Wenn Folgendes passiert. Stimme. Switch an. Oh. Dann soll Smart Home Gadget. Gaming-Steckdose, ABCD, Gaming-USB. Wir wollen ja nicht die ganze Steckdose haben. Dann wollen wir noch hinzufügen. Oh, wie heißt denn das? Switch oder was? Nintendo Switch? Nur Switch? Schalter, 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 Sofa, 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 Soundbar, 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 Susi, ach mein Roboter, Switch, neu, Switch, neu, bearbeiten, dann, das neu machen wir weg, speichern. So, haben wir gespeichert. So, Switch neu. An, ja. Weil die kann ich ruhig drin machen, der übernimmt das dann, wenn die Steckdose umbenannt wird. So, und dann nochmal eine neue Routine. Wenn Folgendes passiert. Switch aus. Ich hätte eigentlich nur Gaming ausmachen müssen, wo alles denn ausgeht, wo alle Geräte drin sind. Aber naja, gut. Fällt mir gerade ein. So habe ich es jetzt halt zu allem. Naja. Gaming USB aus. Ja. Nächste Geräte hinzufügen. Smart. Alle Geräte. MNOPQRS. Switch. Ah, siehst du, das schon umbenannt. Switch aus. Speichern. Die sagen zwar, ihr braucht eine Minute, aber das ist Quatsch. Braucht er nicht. Alexa? Switch an. Alexa? Switch aus. Alexa? Gaming USB an. Alexa? Gaming USB aus. Ist doch geil. Funktioniert so, wie ich mir gedacht habe. Also ich habe jetzt praktisch... Hier laufen niemals alle Produkte gleichzeitig. Also entweder, also das läuft immer. Der USB läuft immer, weil sonst habe ich kein Bild am Fernsehen. Entweder läuft das und die beiden Sachen von der PlayStation oder das und die Xbox oder das und die Switch. Ist doch geil. Alles schön Strom sparen. Muss ja nicht alles hier im Standby laufen. So, jetzt ist mein Bein eingeschlafen. Ganz toll. Jetzt können wir das nämlich verstecken. Ich mache mal den USB hier von dem Licht nochmal ab. Ach, shit. Jetzt habe ich das hier. Oh Gott. Jetzt habe ich die Kabel drüber verlegt. Habe ich nicht nachgedacht. Naja, okay. So. Xbox, Gaming-Steckdose. Hm? Was sind das hier? Ach so, das ist der Kabel für die Switch. Ui.
Uiuiuiuiui. Ja, die Kabel sind ziemlich kurz gehalten. So wie ich das wollte. Muss ich nur gucken, dass ich das hier irgendwie noch hier. Mensch! Der komische LAN-Kabel hier ist aber so robust und stabil, der will hier gerade nicht beiseite gehen. So. Jetzt haben wir das nämlich, dann können wir das nämlich hier oben hin machen, zum vernünftig verteilen. Ja. Na. So. Machst du mal kurz Start? Moment. Okay. Was ist denn los? Also, Patricia, Luna und ich, wir gehen jetzt los, Speise kaufen. Und könntest du uns das später vom Spielplatz abholen? Ja, ich will ja sowieso mal Brot holen und so. Ja, deswegen holst du uns dann vom Spielplatz ab. Ja, ich bin ja gleich fertig, siehst du ja schon. Unten ist alles angeschlossen, ist jetzt nur noch oben. Hol uns vom Spielplatz an. Ja. Ach, der Akku sieht. Gut, dass du Josi gerade was sagt. So. Akku ist bei 3%. Nochmal Akku tauschen. So. Und weiter geht's. Also wir nähern uns den Endspurt. Ich wollte nämlich unbedingt die Steckdose jetzt hier unten auf dem Fußboden haben und nicht so halbwegs in der Luft. Aber der LAN-Kabel ist halt so robust und widerstands. Den will ich nämlich hier hinter den. So, jetzt haben wir doch, oder? Ja, genau. So, dass der hier nicht runterliegt, der kommt dann hinter den USB. Was ist denn das für ein Stromkabel eigentlich hier? Wo kommt denn der her? Ach, das ist der von der Steckdose. Deswegen. So. So. Jetzt haben wir das vernünftig verlegt. So. Jetzt können wir hier hinten nämlich auch schon schicki machen. Alexa, Gaming USB an. Ach so, den hat er ja gar nicht angeschlossen jetzt. Haha. Nee, das muss ich anders machen. Der muss so rum. Der LAN-Kabel und die Steckdose. So muss der dahinter. So. So. Das ist die Switch. Die muss nochmal extra. So. Und das LED-Döns. Das geht nämlich denn hier lang. Hat dann nämlich hier keine Behinderung mehr. Den USB. Wo ist er denn hin? Put. USB, wo bist du? Ach, da unten. Ach Gott. So. Ich lasse das Licht jetzt auch mal an,
damit ich auch sehe, dass halt kein Kabel kaputt geht oder dass ich hier was mache, der trotzdem noch leuchtet. So, die weißen. Seht ihr das? Ja, ich muss da mal was anderes mir einfallen lassen. So, habe ich nämlich extra hier schon festgemacht. So. Und dann werde ich. Achso, genau, das habe ich mir nämlich überlegt. Ich mache mir das nämlich hinter die Xbox. So, zwischen Stromkabel und LAN-Kabel kann ich das super rauflegen, ohne dass es großartig runterrutscht. Also ein bisschen, aber es geht nicht ganz runter. Und ich komme dann halt trotzdem noch an die Farbe ran oder so, dass ich halt das ändern könnte. Nein, gut, dann rutscht es doch runter. Gut, das ist nicht so gut. Ach, schade. Ja, hätte ja klappen können. Jetzt einfach so. Ah, ich habe eine Idee. Bin doof. Ich mache das jetzt einfach mit so einem Kabelband am Stromkabel fest. Ist ja nur, dass es halt nicht runterfällt und dann halt noch am LAN-Kabel immer so rumgewickelt oben, damit es halt wirklich nicht runterrutschen kann. So. So, dann können die Kabel nämlich hinterm komplett verschwinden und ich kann trotzdem hier mal farbemäßig einstellen. So. Dann können wir das beiseite machen. Das können wir dann nachher ziehen. So. So. Dann können wir nämlich hier die Switch uns vornehmen. Habe ich da überhaupt schon HDMI drin? Nee, habe ich noch gar nicht. So, jetzt kommt die Switch dran. Mit erstmal dem Stromkabel. So. Und dann wo haben wir ihn denn? Da haben wir ihn. Mit einem 4K-Kabel. Der reicht dicke für die Wii aus. Die hat nicht mal 4K. So, die brauchen wir nur bis zur PlayStation kommen. Reicht auch von der Länge. So. So, wir sind nämlich gleich fertig. So, jetzt brauche ich noch. Da haben wir einen. Einen 8K-Kabel für die Xbox. So. Und zwar kommt der irgendwo hier ran. Ach, da. So. Mm-hmm.
So, jetzt mache ich die, wundert euch, was ich jetzt mache. Jetzt mache ich die HDMI-Kabel zusammen. Also hier kommen die HDMI-Kabel gerade an von Switch und Xbox. Den Switch mache ich mal lieber noch ein bisschen mehr. So. So. Jetzt haben wir die hier zusammen. Ich habe hier auch ein bisschen Lücke gelassen, seht ihr ja, dass ich das halt hier hinter verlegen kann. So, jetzt kommt der nächste dazu. Papa? Ja? Hast du einen Einkaufschip oder 50 Cent? Nee. Schon nicht mal 50 Cent? Nein. Ich war da noch nicht bei Einkaufen. Okay. So, dann können wir jetzt hier... Alexa, Fernseh aus. Tschüss! Papa kommt gleich zum Spielplatz. Natürlich, mein Schatz. Aber nicht so lange dauern. Nee, Papa ist gleich fertig. Wir gehen eh vorher einkaufen. Na, ich muss auch noch zu Lidl. So. Ach, hier ist er ja. Hier ist jetzt der HDMI-Kabel von der PlayStation. So, das heißt, so, hier ist er, genau. Hier geht er dann so lang. So. Ach, da kann ich ja hier auch gleich. Kann ich ja den PlayStation-Kabel gleich mit hier rein donnern. Dann machen wir halt noch ein Stück weiter. So. Kann man das hier so ein bisschen runterpacken. So. Obwohl, ach Mensch, kann ich ja vorhin noch davon gesprochen. Da kann ich ja jetzt hier die USB-Kabel gleich mit in den Verbund mit einnehmen hier. Dreimal USB, dreimal HDMI. Dann habe ich hier ein schönes Bundle. So, alles, was man braucht. Und die hören auch alle zusammen. So, dann. Brauche ich noch ein. Ein Stück weiter. Hier nochmal ein. So. Der nächste Schritt. Jetzt sind die hier verkabelt. Uiuiuiuiui. Aber irgendwas habe ich hier übersehen. Irgendwas habe ich übersehen, ich weiß aber nicht was. Komme ich nachher wieder drauf. Weil ich habe bei... Ach, ich habe ja gar nicht mehr so viel Ambilight, deswegen. Ich hatte alleine zwei Stecker gingen ja drauf wegen Ambilight. Vorne rein und hinten rein. Wegen dem Strom und wegen dem Kasten. Deswegen habe ich so viel gebraucht. Ha! Rein theoretisch könnte ich mir dadurch eine Steckdose sparen. Könnte ich den Blu-ray-Player noch da hinten mit anschließen und sagen, separat. Obwohl, nee, den habe ich ja separat einzeln. Soundbar und das muss ja zusammenlaufen. Muss ja zusammen an sein. Und das brauche ich ja sonst nicht. Ja, da kann ich dann ohne Ambilight drin ballern oder so.
Ja, dann müssen wir mal gucken, was wir da denn am besten machen. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Da haben wir hier noch Platz. So. Also, das ist der, der zum Fernsehen geht. Fehlt doch aber einer. Wie bescheuert? So, das sind die Geräte, die hier hinkommen. Switch, Xbox und PlayStation. So, dann mache ich meine Kabel jetzt. Nehme ich den guten Kabel und mit dem guten Kabel geht es zu dem anderen Gehäuse. 1:2. Und da kommt dann einmal, ach ja, gut, alles klar. Nee, Denkfehler, gut, Denkfehler. Mein Fehler, Entschuldigung. So, dann brauchen wir nämlich jetzt hier die Switcher. So. Alexa, Xbox an. Alexa, Fernseh an. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Ich weiß gar nicht, welcher war denn jetzt automatisch immer gleich an. Alexa, USB Gaming aus. Alexa, Gaming USB aus. Alexa, Gaming USB an. Alexa, Gaming USB aus. Alexa, Gaming USB an. Gut, also da muss, der ist immer an. Da muss die Capture Karte ran. So. Und hier der TV. So. Ich habe so viel Platz jetzt, da könnte ich gerne, kann ich noch ein bisschen auseinander machen, alles. Oder die Switch vielleicht auf die Seite. Na, mal gucken. So, dann haben wir die Bienen angeschlossen. So. Jetzt brauchen wir den hier. Und dann müssen wir hier... Alexa? Wechsel zu PlayStation. So. Und das kommt in den Ausgang. Dann sind die Sachen hier schon mal angeschlossen. Mist, jetzt habe ich ja keinen Xbox-Controller hier, oder? Da haben wir ihn doch. So.
So. Jetzt müssen wir nur gucken, welcher der HDMI von der Xbox ist. Nee, das ist Switch. Das ist ja ganz blau. Hier ist am meisten übrig. Also könnte das die PlayStation sein? Also müsste das die Xbox sein? Und wir haben schon wieder ein Update oder was? Was? Erkennt zwei Geräte Amazon? Wieso Amazon? Ist da alle dran? Xbox. Wieso erkennt er die jetzt auf immer so schnell? Ach Gott. Na gut, dann lassen wir mal das Update hätten derzeit durchrodeln. Dann ist das. Alexa? PlayStation an? Kommt dann nämlich hier rein und hier die Switch. Was hat er denn hier? Achso, ja. So, was hat er? Braucht denn der für das Update? Nicht dein Ernst. Gerade mal 28 GB. Naja, mach mal weiter. Dann kann ich in der Zeit mal die Kamera hier schon machen. So. Wir können nämlich jetzt schon gleich die eine Steckdose hier auch nach unten packen. Hätten jetzt auf TV-Steckdose sogar noch 3 Steckplätze frei. Ja, wenn das Ambilight kommt, dann ist ja noch ein Steckplatz weg. Und vielleicht mache ich noch eine LED ran. Das ist eigentlich ganz gut so, dass wir da jetzt mittlerweile ein bisschen sparen. Auf der anderen Steckdose habe ich auch noch 2 Stecker frei. Man muss es ja nicht übertreiben. Nicht wahr? So, jetzt machen wir die Steckdose nämlich hier schön weit an Rand, dass ich bei der nämlich auch mal den Notschalter benutzen kann, wenn was sein sollte. Hm? Noch ein Stück. Geht noch weiter? Ja, so geht es doch. Und die friemeln wir dann hier an der Seite rein. Das wird ein bisschen knapp mit den ganzen HDMI und Strom. Ne, machen wir es ja hier hinten hin. So. Oh Gott. Und die Stromkabel drüber. Ja. So. Genau. So, jetzt habe ich das auch so geschafft, dass alle Steckdosen wirklich ganz hinten an der Wand sind.
So soll es sein. So, die Kabelei hier. Klar, sieht es noch immer ein bisschen wüst aus da hinten. Kleinigkeiten kann man noch verstecken, aber auf jeden Fall viel, viel besser und alles hängt jetzt wieder zusammen. So, jetzt müssen wir noch... Mache ich euch noch mal so ein Stück rüber hier. Jetzt müssen wir nämlich noch bei der PlayStation hier den 3 zu 1 und 1 zu 2 zu 1 beziehungsweise was auch 1 zu 2 geht, vernünftig machen. Hier sind die Stromkabel. Wie gesagt, da habe ich selber USB-C-Kabel genommen, weil die halt länger sind. Die mit beigeliefert sind, sind halt so knapp. So, jetzt brauchen wir aber hier gleichmäßig. So. So, dann müssen wir hier ein bisschen ziehen. Ja. So. Und dann die hier rüber, die USB. So. Und dann heben wir jetzt die PlayStation an. Und dann nehmen wir nämlich die hier drunter. Keine Angst, da geht nichts kaputt. Weil ich habe, meine steht ja auf diesen Füßen drauf. Und ich habe das genau geguckt. So, ich mache die nämlich so hin, dass die HDMI-Kabel hier über die Platte rüberkommen, hinten an der Platte lang und dann rausgehen. So. So, fällt kaum auf. So. Ja, würde ich sagen, so ist das okay. Obwohl, die kann noch ein bisschen nach hinten alles. Die PlayStation auch noch ein Stück. Oh ne, die ist zu weit nach hinten. Die Platte noch ein Stück nach vorne. Kann ich ruhig ein Stück vorgucken. Umso schöner leuchtet es. So, schicki, auch da bin ich aber zufrieden mit mir hier. So, ich brauche ein Funkmikrofon, ey, das geht mir auf den Puffer. Obwohl, da wäre jetzt schon 20 Mal der Akku leer. Aber wieso ladet der so langsam heute? Achso, der ist schon fast fertig, okay. So, dann, hier brauche ich beim USB... ein bisschen mehr. So. Und dann der HDMI geht dann hier hinten runter. Den verstecken wir dann wieder. Obwohl. Wenn wir schon dabei sind, das so vernünftig zu machen, dann machen wir gleich richtig vernünftig. Ja. So. Jetzt den USB, den HDMI noch. Die hat jetzt nämlich schön eingerollt. Mist, ich habe eine geilere Idee. Na komm doch hier.
Mensch, jetzt sah so aus, als wenn es passt. Es passt doch nicht, doch passt. Passt. Oder doch nicht. Nee, passt leider doch nicht. Muss ich den doch nur so hinten ranlegen. So, mal gucken, wie ist es mit dem USB. So, der muss hier vor. So, der kann dann hier runter. So. Das ist der. Was ist denn das? Achso, das ist der lange. Ach Mann. Wo geht denn der hin? Ach, der geht runter zum Dingsbox, genau. Dann machen wir das doch anders. Das nehme ich so. So, sollte jetzt eigentlich die richtige Möglichkeit sein. So. So, Xbox ist jetzt aus gleich. Alexa, Xbox aus. So. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass ich das hier irgendwie wieder vernünftig versteckt bekomme. Und dann werde ich mich morgen oder heute Abend wegen gemütlichen machen. Werde mich ransetzen und meinen Fernseher wieder neu mit Bild einstellen, so wie es vorher war. Aber ich hatte schon ein geiles Bild. Ich hatte da einiges eingestellt, was geil aussah. Oh, warte mal, hier, der USB muss raus. So. Und jetzt kann er wieder rein. So. So. Da muss man jetzt mal noch die Uhr einschalten. Ihr geht wieder vergessen. Ja, 24 Stunden. 17.06 Uhr. Der wie wird er heute? Der 29.10. So, jetzt haben wir die Uhr auch eingestellt.
Der USB, der muss hier nämlich hier hinten hin. So. Obwohl, da könnte ich ja eigentlich auch. So machen. Dann steht die Uhr vernünftig. Ja, gerade eine Idee gehabt. So, weil es reicht mir eigentlich, im Prinzip reicht mir das ja aus, wenn ich die Uhr ab und zu hochhebe, umzustellen, reicht mir das aus. Das ist für mich in Ordnung. So. Dann stellen wir nämlich die Beden hier. So. Dann kann ich die nämlich hier die Uhr aufstellen. So. Dann sieht es nicht mehr so katastrophal aus. Ja, da muss ich mir noch was Besseres einfallen lassen. Das sieht doch kacke aus. So, hier ist das USB-Ladegerät von der Xbox. So, den das Case lege ich hier hinten hin. So. Dann von der PlayStation. Ach Gott. Und von der Switch. Das ja auch noch. Da wird doch ein bisschen knapp, Alet. Ja, Switch kann man in der Ecke stellen. PlayStation mache ich hier vorne hin. Wie immer. Switch kommt dahinter. Das ist eigentlich relativ wumpe. Obwohl, kann auch hier davor. Ja. So. Zack. Ja, die von der Switch, die soll noch da oben hin, die Ladestation, dass die hier nicht so auffällt. Ja. Muss mir jetzt nur noch was einfallen lassen. Ob ich die PlayStation hier so stehen lasse in der Mitte oder ob ich die noch was drüber mache. Hier muss ich mir noch was mit dem Kabel einfallen lassen. Das sieht halt doof aus, wenn das hier hinten so lang geht. Mal gucken, ob ich da denn irgendwie noch ein Stück Schlauch von meinem Kabelschlauch über habe, dann könnte ich das nämlich ein Stück Kabelschlauch machen. Ich habe nur wenn ich andersrum mache, ist er schwarz. Ja. Das wäre halt eine Möglichkeit. Müsste man mal gucken. So. Ja, da muss ich mir noch was einfallen lassen. So ganz zufrieden bin ich damit noch nicht. Also so mit dem Einstellen und so. Also so bin ich jetzt sehr zufrieden.
Das ist jetzt alles, steht jetzt alles da, wo es stehen soll. Ich habe ein paar Steckdosen frei. Hinten ist frei. Habe alles vernünftig verlegt. Also damit bin ich schon sehr zufrieden. Achso, wir haben ja noch hier. Wir haben ja noch die USB von der PlayStation. Ach, ich habe ja gar nicht. Sieh da, da fehlt mir doch noch was. Und zwar. Da ist er. Ich habe den USB gar nicht angeschlossen von der Festplatte. Und der Kamera auch nicht. So, jetzt ist aber alles angeschlossen. Ja, ich bin noch im Überlegen. Also das, so ganz gefällt mir das noch nicht. Also das ist schön Platz jetzt hinten. Aber hier mit dem Cube, dass da so ein Stück Kabel kommt und mit der Uhr und die Ecke hier gefällt mir auch noch nicht so. Aber ich will halt auch nicht PlayStation, Xbox und dazwischen Kleinkram haben. Das sieht ja auch kacke aus. Ich wollte eigentlich die PlayStation schön zentral, auch wegen der Beleuchtung und so. Na, mal gucken. So. Tür geht auf und zu. Kabelei können wir verstecken. So, herrlich. Herrlich, 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 herrlich. Ach, unten muss ich noch die Festplatte anschließen. An die Box von Sky, vom Fernseher, wo die Fotos und so drauf sind. So. Ich werde jetzt mal versuchen, dass ich euch das nochmal alles zeige. Und dann muss ich aber auch bald los. Akku geht ja auch alle. So. Wir haben jetzt praktisch alles neu verkabelt. Stromkabel, alles neu. Wir haben als erstes Alexa, Gaming-USB an. Ja, also da fehlt jetzt da noch was Beleuchtetes, da muss ich, also so mit dem bisschen, mit der Ecke bin ich zufrieden, außer mit dem Kabel vom Fire TV. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Vielleicht klebe ich die Verteiler auch hinter den Tisch irgendwie ran, hinter den Schrank irgendwie ran und drücke dann halt so den Knopf, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Und die Ladestation, also die Ladestation von der Switch, die soll ja sowieso hier oben da auf den Schrank raufkommen. Wo die Switch-Controller und alle sind. Dann hätte ich da auch ein bisschen mehr Freiräten da hinten in der Ecke. Aber alles wieder aufgeräumt. Die Syncbox ist da unten jetzt drin. Da haben wir dann noch zwei Steckdosen frei, die wir benennen können. Hinterm Fernseher haben wir auch noch drei Steckdosen frei, die wir nicht benennen können. Weil die in der Massensteckdose sind. Wir kommen an die Kabel jederzeit ran. Der Blu-ray-Player ist da. Die Skybox ist da, PlayStation ist da, Switch ist da, Xbox ist da, darunter sind die Verteiler, die Ladestation und, wartet mal, ich muss mein Handy rausholen. Ich habe es jetzt natürlich rangeschoben, dadurch sieht es jetzt natürlich ein bisschen wieder katastrophal aus. Aber... Ja, wie ihr seht, man kann bis zum Fußgrund gucken, es kommt nicht mehr hoch, die Kabel sind alle, mehrere dicke Kabelstränge, alle zusammengefasst. So. Ich weiß jetzt gar nicht,
wie viele Stunden ich jetzt schon aufgenommen habe. Aber genug. Oh. Ich schwitze wie ein Schwein. Ach, muss mir jetzt erstmal schnell ein bisschen Wasser ins Gesicht klatschen. Andere T-Shirt an und so. Ein bisschen für Mann, ein bisschen was. Und dann die Frau und die Kinder holen. Ich bin jetzt. Ach, und wir müssen, ich muss auch noch einkaufen, weil Montag ist ja Feiertag. Da ist die Kleine ja nicht im Kindergarten, da muss ich ja kochen. Ich will Spaghetti Bolognese. Nee, Spaghetti mit Jagdwurst will ich machen. So wie damals zu DDR-Zeiten. Ja, aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich werde das Ganze als komplettes Video hochladen. Mit Ton, allem drum und dran. Und geschnitten. Damit ihr live mit bei sein könnt, sozusagen fast live mit bei. Und dann werde ich einmal noch versuchen, eine gecuttete Version, also nicht gecuttete Version, also eine im schnellen Vorlauf zu machen. 300% schneller oder so. Ich muss mal gucken, wie lang das ganze Video jetzt geworden ist. Und das war dann halt so ein 5-Stunden-Video oder 3-Stunden-Video. Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt sind. Halt auf eine halbe Stunde kürzen oder auf 10 Minuten. Oder vielleicht kann ich werde mal gucken. Ich habe jetzt eine neue Grafikkarte drin und alles. Der PC kann hier jetzt mehr. Ich werde mal versuchen, das wirklich auf 10 Minuten oder 8 Minuten, 5 Minuten irgendwas zu kürzen. Das wirklich. Und dann halt so ein Zwischenmaß und dann halt, was weiß ich, die Hälfte oder irgendwas. Irgendwie halt, was, mal gucken, damit es schön aussieht. Aber immer so in so ein Extrem muss auch mit bei sein, denke ich. Bin mal gespannt, ob das der PC alles mitmacht. So, ich bin jetzt weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.